So, wir sind live. Du verlässt es oder du los? Ich hab doch gesagt, ich komme nicht rauf. Und nochmal das gleiche Spiel. Mal gucken. Gib mir mal 2 Sekunden, ich bin gleich da. Ihr könnt ja hier mal so lange dem Rico ein bisschen zugucken. Rico V ordentlich. Mach ne. Genau. Cool. Das, was der Rico gerade macht, der mäht gerade quasi den Grünrappen. Wir hatten ja bei uns auf der Facebook-Seite schon gezeigt, das ist jetzt wieder wirklich Getreidesorten. Keine Chance. Das war wieder zu schnell, wa? Keine Chance. Was ist los? Kommt nicht drauf. Der Rico hat's kaputt gemacht. Ne, ich hab viel kaputt gemacht. Ja, André steht bei eurem letzten Sieg. Das ist gerade nicht die Art quasi. Hört uns kaum, da musst du uns mal ein bisschen lauter machen. Normalerweise musst du gehen. André, kannst du mal ins Stream kommen? Aber ich sehe gerade alles. Ja. Also ich weiß halt nicht genau, weil ich hatte gestern so ein Windows-Update, dann hat mein Headset umgesponnen. Sorry. Aber an für sich ist es eigentlich ganz gut eingestellt. Aber der Onkel Luan geht nochmal schnell sich was zu trinken holen und dann geht's los hier. Mit Hexenzeug und Mähen und machen als Urlaub. Wolfi, was macht eigentlich mein Schwader? Wolfi ist momentan genervt. Egal, ich bin hier die Kratzer am Hals. Einer ist ein Kugel. Das hat sich gehört. Nee. War zu schnell wieder. Ich verstehe nicht warum. Ich weiß es nicht. Tobi, dann mit dem Schwaden üben wir aber nochmal, ne? Ja. Das ist besser. Sagt doch keiner, wenn er irgendwie ist. Hä? Du bist ein bisschen abgehakt, Tobi. Ja, sorry. Ich sag's doch keinen, der Lehrling ist, als Landwirt. Okay. Muss ja nicht jeder wissen. Muss ja nicht jeder wissen. Nee.
Er ist der alles macht kaputt, Mensch. Ich brauche auch wieder Heile, so ist das nicht. Aber erstmal machst du kaputt. War nicht alles kaputt. Ja, nicht alles, aber fast. Ja, André. Fast alles kaputt, ich mach. Der Rest ist wenig kaputt. André, da macht Egon mächtig gewaltig hier. Und was hat er nicht kaputt, oh, ne? Machst? Fackelst du ab. Ja, der scheißt sich einfach ab, weil zu brennen kein Riesen. Aber wir hatten schon mal Feld 3 damit voll gehabt. Feld 12 nehmen wir eine Maßnahme an. Aber die juckt für die Freiheit, oder was? Wie viele Silos haben wir da nicht auf der Karte, Junge? Oder? Oh, ja, Tobi, da weg auch viel. Ja, so. Ich muss den Hacken hier weg zum Mähen. Ja, so ein, so ein kleines reicht doch. Ja, der kommt vom Mähwerk und geht los. Nix oder Front. Hacken, hab ich gesagt. André, mit dem Profi-Hopper. Aber dann bloß 4 Stunden Zeit, ne? Oh, Obi, das ist aber eine beachtliche Zeit. Ja, dann wollt ihr euch da drauf aufzogen? Ja, und dann machen wir einen Bus noch mal in 2 Stunden. Du weißt aber schon, was der für eine Schnittbrette hatte, ne? Ja, 3 Meter. Weil nur eine Version von mir. So, da ist er wieder. Ja, die Jungs sind einfach sehr leise. Ich hoffe, ich bin nicht allzu leise. Halt doch nicht so. Stefan, Opi kommt nicht auf den Server. Ich schreibe mir so an. Ich weiß nicht, wo dran es liegt, keine Ahnung. Das hatten wir schon öfter mal gehabt. Ich kann es nicht sagen. Moin, Andi. Mach den mal, ich guck YouTube. Warte mal, ich guck mal. Nimm du mal den Chat. Test. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Test. Jetzt hört ihr mich besser oder immer noch schlecht? Das muss laufen. Test. So, kurze Rede, langer Sinn. Halt, stopp. Moin, Finn. So, klick, klack. Oh, der Björn wartet schon. Komm ich hier wieder raus? Was ist jetzt los hier? Diese Kamera, ey, die macht mich auch fertig. Wo hat Patrick denn den Hänger hingestellt? Wir gehen erstmal den Fuhrmann-Hänger suchen. Ah, besser, okay. Gut. Wo ist der Fuhrmann-Hänger? Ein Glück für keine Hänger. Oh Gott. Der hilft dir nicht. André, weißt du, wo mein Fuhrmann-Hänger ist? Weiß nicht. Ah, gefunden. Versuche zu finden. Schon mal alles zum Feld bringen, wa? Häcksler fertig machen. Ja, bisschen spontan heute alles. Aber Sonntag kann der Luan leider nicht. Also haben wir gedacht, machen wir heute schnell noch ein bisschen was. Ich sehe das noch, komm, ich darf noch mal Saatgut holen. André, willst du Häcksler fahren? Bist ja bald pleite, Mensch. So viel Saatgut heute. Nee, Tobi, fahr du mal fein Häcksler. Du hast halt geschwadet, du musst da doch häckseln. Genauso sieht es mir aus. Sieht mir aus, ich fahr zu früh um 4, Entschuldigung. Er ist noch 22 Uhr. Jeep. Okay. War leider 2 Minuten zu früh. Opi, was war denn los? Warum
Die Synchro ist mega schnell und dadurch kann er nicht. Was war da passiert? Hast du mal auf den Server geguckt? Die Log? Ich? Nee, OP. Okay. OP kann die doch auch einsehen. Die kann die auch einsehen, ja. Warning, Warning. Ja, Warning ist nicht so dramatisch. Send Dokument. Gewalt. Bei hinter Patrick, oder hinter der... Ja, gut, Patrick hatte Probleme aus Luxemburg, da war ein bisschen kompliziert heute, aber ich denke, das liegt auch viel daran. Ach, Wochenende wieder. Wochenende, alles zockt. Ja, Andi. Ich wäre mehr für Extrem-Couching oder so. Aber der Roggen muss runter. Kannst du doch eh nicht. Was? Extrem-Couching? Mhm. Och doch, das kann ganz gut. Jetzt habe ich den Schwader eingeholt. Was hast du? Den Schwader eingeholt. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was du da schon wieder machst. Ich war das direkt eingeholt. Kassa, wie kannst du den Schwader einholen, wenn du den Schwader ist doch? Ich wollte auch schon gerade sagen. Guck, da ist was Knall. Die sind aber ganz schön hoch, die auf. Hm. Der Ertrag wird übel sein hier, glaube ich. Aua. Ich hatte einen Schwader im Gesicht. Aber wie gesagt, es liegt daran, das Feld ist dreimal gedüngt. Und geflügt. Alter, was hat denn der mit dem Trecker gemacht? Ich glaube, ich brauche mein Lenkrad. Haben wir eigentlich ein Pickup für den Klaas? Ja. Oh, okay, dann rückwärts kommen. Wo liegt denn das? Bei den Mähwerke. Oder bei den Schneidwerke von Drescher. Wenn er halt keiner umgelegt hat. Wenn du hinten zur Getreidetrocknung fährst. Siehst du mal, hätte ich auch einfacher machen können, ne? Mit der direkt einfach. Das ist langweilig. Wer hat denn die Raupe in der Tür geparkt? Herr Stimme, was sollt ihr dazu sagen? Ist Lehrling? Da reingestellt hatte ich es immer. Ja, ich komme mit unserem Drive Control nicht klar. Wo ist eigentlich das andere Drive Control? Was für ein anderes Drive Control? Wo die Maschinen nicht so losheizen. Ist doch alles gut. Das ist so dort. Das ist dann umgeschrieben, der Drive Control wird wieder. Oh, ich ahne Schlimmes. Ich auch. Ja, wir werden ganz viele Hänge brauchen. Ja, ich bin auch näher noch bei euch. Lieber Gott, wir sind bei. Wir hätten es nicht dreimal düngen sollen. Und nicht flügen. Und ich sag letztens noch, ne, wie soll ich's einstellen? Normal? Wie viel Liter wollt ihr haben? Wie viel passen denn in die Silos? Doch, da gehen 3 Millionen oder so rein. 2,8 glaube ich. Ja. Du hast 4 Stück auf dem Hof, zur Not fahren wir den Rest zu mir. Oh, das kostet aber, Stefan. Ich hab vier Silos. Den Rest findet der Gruppe. Ich lass mich überraschen. Und einen Hänger da mal mitnehmen. Den Hänger, ja. Ja. Komm rein hier, Björni. Da kommt schon die Hexe drüber, du Ei. Besser jetzt. Haben wir noch Anhänger? Gas. Nächste Kontrolle kommt. Anhänger zum Abfahren, André? Der hat keinen Bock.
Du hast Käsefüße, du darfst nicht mehr fahren. Bei Björn ist noch ein Fuhrmann. Ja. Ansonsten haben wir nur Kono. Wie ist dann, wenn wir das in den Dings reinhäckseln? In den Pudding. Ja, da haben wir einen von. Ich würde auf jeden Fall erstmal alles herholen, was du hast. Irgendwo steht aber schon noch einer davon. Ja, oh. Augustin. Fehlt ein Abfahrer. Wo ist der Deckers denn eigentlich? Sommerurlaub. Doch kein PC gerade gekauft. Weiß ich nicht. Ich mache mir immer den Spaß, ich fange einfach mal an hier. Ja, dann sehe ich wenigstens, ob ich plötzlich Internetprobleme habe oder nicht. Du bleibst schön hier, mein Freund. Wenn du nicht auch noch so ansagst hier. Oh, Mike. Hm? Was hast du mit der HDR gemacht? Der Bypass ist nicht wahr. Björn? Ich will keinen sehen, das ja. Warte. Wie war das Stolz? Das ist so, oder? Ja. Ich finde es schöner, wenn der Beifahrer da ist. Steuer rechts. Das macht keine Ahnung. Wo bist du denn? Weiß ich nicht. Stiegel. Nee, das Ding kennt dich gar nicht. Och. Wie heißt du denn jetzt? Warte, Björn. Ja. Ihr folgt mir morgen auch vielleicht. Mein Fan. Ich hab den nicht da. So, ja, das war. Ich muss mal schnell laufen aus. Ja, oder gar nicht. Geht los? Ich bin nicht. Nö, ich glaub nicht. Warte, du kannst doch nicht ein, du kannst einsteigen, mein Fan. Nein. Nein, du hast die Haare vergessen. Die was? Du hast die Kreuze vergessen. Der das machen darf. Was ich sagen will. Ist ja zum Heulen. Den fahr Heulen, Häcksler. Mal ein paar Meter. Guck, Mike betritt den Server. Geh doch. Ja. Ist aber, glaube ich, auch nicht da. Servus. Tschüss. Oh, das ist ein bisschen Mörder ertragen. Also André, ich glaube, ich werde, bevor wir das fertig haben, den Holden Hot, muss der Ertrag doch noch ein bisschen weniger werden. Mike, bist du noch drauf, oder? Radelt mir nur Kreuzdeck runter bis zum Gehen nicht mehr. Von was? Keine Ahnung, das geht so schnell, sehe ich nicht. Kopier mir das. Ich machen, ne? Ja. Oder schick mir am besten die Lok. Warte, ich komm hier gar nicht hinterher hier. Also. Was lieb ich? Fertig, willst du denn die Scheibe nicht zumachen? Na los. Nee, warum? Scheibe macht man nur zu, wenn man Angst hat. Na. Wo bist du? Ja, warte, ich muss das mal angucken. Der Fan zieht nicht so schnell wie du. Ja, ich merke schon. Ich glaube, ich bin voll. Jetzt. Wie weit seid ihr gekommen? Guck mal, wo ist der Böse steht. Nicht allzu weit. Oh, das wird nochmal drüber. Ja, also entweder weniger Düngen. Oder ich muss doch noch ein bisschen was weg. Oh. Lass den ertragen mal so. Meinst du? Ich finde den noch ein bisschen zu hoch. Achtung, könnte gleich eine Synchro kommen. Brauchst du nicht. Sitzt einer im 8R gerade als Beifahrer drin, ne? Nein. Was, brauchst du nicht? Ja, kommst du eh nicht. Opi kommt nicht auf den Server, Mike kommt nicht auf den Server. Wäre ein Ding, wenn du drauf kommst.
Und Beifahrerskript. Ich weiß nicht, du hast der Kurzung geht nicht mehr. Ja, weil er unsichtbar ist. Ich glaube, ich weiß, wo der Fehler liegt. Da trat S auf nach Kauf von Argofend. Argofend hat auch Beifahrer, Lua. Seitdem fing der dran. Aber den hatten wir aber schon mal drauf. Ja, aber weißt du, was da schon wieder nach oben gebastelt wurde? Nichts. Eigentlich gar nichts. Okay. Weil das ist der, der auf meiner Festplatte lag. Vielleicht beißt er sich ja jetzt irgendwo mit. Ja, den starten wir einmal neu, den Server jetzt, oder was? Mike, schick mir mal deine gesamte Log, bitte. Jetzt warten diejenigen den erst, bis ich fertig bin mit dem Agile. Ach, die armen Menschen. Die vier Bahnen haben sie auch noch Zeit. Na gut. Fangen wir schon wieder hier an. Welche Silo soll ich denn voll machen bei dir im Hof? Da eins aus. Na, das hinterste, da wo ich stehe. Okay. Ich bin auch gleich fertig mit dem Ding. Lok, 1,99 ZB. Also bei mir schreibt er, dass der John Deere 8R Edition den Fehler schreibt. Naja, dann gleich. Aber weiß ich nicht, war das vorher doch nicht. Nein, muss ja nicht. Das Problem ist ja, wir haben ja nicht gerade wenig Mods auf dem Server. Und nee. Das heißt immer nicht unbedingt, dass sich alles miteinander auch verträgt. So, vorher haben wir alle John Deere gefahren, da hat keiner irgendwie einen Fendt gefahren, da war alles gut. Jetzt tust du aber einen Fendt mit drauf. Oder mit ins Spiel bringen. So, und den mag das andere Skript wieder nicht. Keine Ahnung, wir müssen einfach gleich mal gucken. Das ist aber nichts Dickes. Beifahrer Skript von John Deere, kann sein, dass er unsichtbar ist, der Beifahrer. Ja, selbst wenn er unsichtbar wäre, wäre es kein Lua-Stack. Warum ist der eigentlich unsichtbar? Keine Ahnung, ich habe gleich reingeschaut. Kriegen wir gleich alles hin, kein Drama. Hab fertig, Björn. Schön. Er kann auch nicht warten. Nein, kann ich nicht, das hat beides. Holzbein. Bist du verlangen? So. Nicht verhaar, Kollege. Ich werde gar nichts bezahlt, darum muss ich schnell arbeiten. Moin, Kevin. So, Gemälde war das andere. Nee, das ist kein Schädel. Also so, ich kann ja gerne mal den Schädel anmachen. Also das hier, das was du siehst, ist das Standard. Und jetzt hätte ich einen Schädel an. Standard, Schädel. Der andere ist fertig mit Drill. Ist der andere fertig mit Drillen? Ja. Okay. Reicht ja wohl knapp 60 Hektar. Das ist guter Schnitt heute, ne? Ein Feld würde ja noch fehlen, rein theoretisch. Bring dir mal gleich einen Hänger mit. Hatte ich vor und dann wollte ich da nachher speichern. Rico, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Wo fahrt ihr das Zeug eigentlich hin? Fahrt. Na, Mähwerk und Schwader. Na, Mähwerk ist unser und Schwader ist. Augustin seins. Ja, weil das andere Feld ja auch noch voll ist.
Können wir wiederholen. Dann holen wir den ganzen Krempel nachher wieder zurück. Ja, besser als wenn die Mähwerke nicht umkippen. Ja, das stimmt. Ich fahr den nachher weg. Also bleibt er da stehen, wo er jetzt ist. Fahr den gleich weg, Holzi. Stefan, du fährst auch gerne langen Weg, ne? Ja, Feldeinfahrt, ne? Aber dann kann man erstmal so starten. Naja, Feldeinfahrt, oh. Ist das nicht links seiner? Das ist Björn sein Vater. Also auf jeden Fall kriegst du ein paar Silos voll heute. Das kann ich dir schon mal garantieren. Für die Kühe ist es gut. Das machen wir auch nur Biogas. Kannst du nicht. Warum nicht? Hab meine schon gekauft. Und? Dann müssen wir beide dieselbe Größe kaufen. War schon mal. War schon mal. Chef, du die größte Sparte. Was hast du denn jetzt vor, Rico? Ich will den Chris Kubalus jetzt zurückstellen, den habe ich vorhin gehabt. Ich habe nicht weg wieder hinzustellen, ich habe den noch nicht wieder zurückgestellt gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der stand. Da ist mal irgendwo an der Seite hin, ich komme hier nicht an meine Anhänger ran. Gute Voraussetzung, warte. Und dann hat hier sind 8 R im Weg gestellt. Ja, tut mir leid. Kannst du, André? Ja? Hast du mir immer noch einen kurzen Gefallen? Hat denn? Verkauf mal alle John Deeres, die im Moment auf dem Server sind. Ist grad schlecht. Dann haben wir nicht genug Abfahrer. Ja gut, aber wenn... Welcher macht den Fehler? Der 8er. Weiß ich, ob es darum wirklich liegt, dass der Beifahrer unsichtbar ist. Der wird gar nicht geladen. Ich muss mir den Fehler gleich mal angucken. Bloß das bringt ja nichts, wenn die anderen Leute spielen wollen jetzt, aber keiner auf den Server kommt. Wir müssen eingeschrieben ist er, eingebaut ist er auch, bloß für eine I3D als unsichtbar. Ich guck mir das gleich mal an. Kannst die Kono nehmen, Rico, oder den Ladewagen? Der steht vorne. Nimm ich den Ladewagen. Wow. Ja, bestimmt, wenn ich das verkaufe, haben wir für den Traktor zum Abfahren. Dann ersetzen wir das durch irgendwas zur Not. Dann, was weiß ich, stell da 4 Klaas hin oder was weiß ich. Oder weiß ich nicht. 7 R ist unlockbar. Oder wir machen alle anderen Höfe die Fahrzeuge frei. Die gehen ja auch heute erstmal zum Abfahren. Boah, es bringt ja nichts, wenn die Leute jetzt, keine Ahnung, wie will zocken, kann nicht. Mike will zocken, kann nicht. Also wir müssen, glaube ich, kurz oder lang nochmal neu starten gerade. Ja, ich wollte auch nur mit zocken, kann nicht. Also ich habe bei mir auf dem Hof steht noch 2 Fans. So, dann sind schon 2 weg. Augustin steht noch ein John Deere. Ich habe ja meinen eigenen. Was denn? Fan. Achso, das ist süß. Boah. Du, André, soll ich denn mal hochfahren? Du willst ja nicht kaufen. Was willst du? Mach mal Kiem leer und dann nochmal. Sollst du den 8R bis zum Hof fahren? Willst du dann verkaufen oder gar nicht? Ja, verkaufen muss ich ihn ja. Ja, bloß, okay. Dass der aus dem Safe-Game rausgerechnet wird gleich, weißt? Jetzt bin ich mit meinem schon unterwegs. Bevor ich speichere. So, warte, soll ich mich hier hin? Soll ich da gehen? So, Mike kann es auch wegnehmen, André. Weil der Fehler wird ja garantiert auftreten, wenn du da reinspringen willst. Schütze ich mal, sobald Beifahrer rein will. Ich behaupte einfach, dass das am Skript liegt.
nicht. Es gibt nicht die Beifahrer-Lua V2 und die V3. Wir haben in einigen schon die 3, die ist aber umgeschrieben. Der 8er hat die 3 drin. Ja, aber es gibt eine V3 und dann gibt es eine umgeschriebene. Oh. Weil bei dem einen kannst du Teddys einblenden und also Käse. Und ich glaube, da verträgt sich irgendwann nicht. Und diesen Fuhrmannhänger muss ich morgen auch nochmal dran. Die schiebt mir ein bisschen viel. Bitte? Ja, willst du die das schieben? Die wollte Patty sich da auch schon anschauen, den Fuhrmann. Ja, Patrick hat heute seinen Rechner erstmal neu aufgesetzt. Okay. Also frei, Tobi? Was? Also frei? Straße ist frei, Schwader steht drin. Da kannst du ja hier rechts abfahren. Björn, du könntest schon einmal durchschieben, wenn du willst. Oder wir stoppen eben kurz. Weiß ich nicht. Wie weit? Ja, ein bisschen egal. Wir sind alle raus. Dann machen wir eine kurze Pause. Deaktivieren die auch gleich bitte auf dem Server, ja? Geht gleich weiter, Männers. Eine Sekunde. Mike, schickst du mir mal eben die Log? Habe ich schon. Ah, ist schon okay. Ich werde bloß mal lesen, was da steht. Eine Menge. Nur das lesen. Hä? Oh ja. Bin ich los? Ich habe es mal verglichen, das ist dieselbe wie bei den anderen Mats drin. Ja. Ich habe ja auch davon gesprochen vom... Wir hatten den Server schon offline gesetzt. Ich nicht. Der hat sich wahrscheinlich gerade selbst abgeschaltet, weil... Nein, das war ich. Ah, okay. Björn war schneller. Ich wollte ihn eigentlich vom nicht über das Dings neu oder stoppen. Nee, wir wollten ja ihn auch deaktivieren, deswegen. Also der ist nicht unsichtbar, der wird nur nicht synchronisiert. Da ist das Problem. Oder kannst du das auch von da machen? Nö. So, geht weiterhin? Okay, John Deere TM, John Deere 8R. Der Learning Feld Hexler, das wird lustig. Da, moin Jira, ja gut, der Passagier macht den Fehler, genau. Aber ich glaube, das liegt nicht an deinem Mod. Ich glaube, das liegt, ich weiß, wo dran es liegt. Ich guck da morgen auf jeden Fall mal. Du hast schon die richtige Lua drin. Ich glaube, du bist ein bisschen zu schnell. Warum? Weil wir noch nicht so weit ist. Ja, solange wie ich noch nicht im Multiplayer geht, alles gut. Das war der Lauf, ja. Wurde es deaktiviert. Danke. Kommt du gleich zu einer Massensynchro, ja? Ja. Der Server ist noch nicht da. Doch, jetzt. Brauche ein paar Sekunden zum Starten. So ist der was da. Der Luxemburger ist ja wieder da. Andi, du hast da nicht ganz unrecht. Also bei mir steht verbinden, bitte warten. Bei mir auch. Ja, wir synchronisieren gerade alle gleichzeitig. Wir sind so klar.
Aber System liegt bei mir nicht. Patrick? Guck dir mal bitte den Argofend an. Sag mir mal, was da für eine Lure drin ist, Beifahrerlure. Also ich wette, du kommst jetzt auch wieder auf den Server. Mir kam das vorhin schon so komisch vor, weil Opi ist raus und dann fingen die Probleme an nach Kauf des Fans. Der verträgt sich nicht mit dem Checkmod, schon hier. War aber immer in Kombination drauf. Ja, gut. Aber ist wahrscheinlich nie einer reingesprungen. Weißt? Doch, du. Ja? Du warst öfter neben mir. Keine Ahnung. Ich guck mir die beiden. André joint, Rico joint. Alles joint gerade. Wir werden gleich höher sein wie der Kirchturm in Kallelin, wenn wir dazu kommen. Müssen wir stehen bleiben. Genau. Okay. Beifahrer V3 Lua ist das. Ja, guck mal, sag mir mal, wie viele Zeilen die hat. Weil ich weiß, dass bei einem von beiden Schleppern war es so, du hast zwar drinnen gesessen, aber da war keine Figur. 3068 Zeilen. Ja. Und jetzt guck mal in die vom John Deere Ding. Das war doch trotzdem schnell, die Senker. Oh, hier sehe ich Schuhe, ganz viele Schuhe. Und die Schuhe, da sind Schuhe, überall sind Schuhe. Keiner bewegt sich. Cool. Gut, alles klar. Moin, Männers. Moin. Servus. So, Fabi ist da, Obi ist da, Rico ist da. Das heißt, die anderen können natürlich dann auch drauf. Bist du sicher, dass du diesen Monster-Synchron bist? Bitte? Bist du dir sicher, dass du diesen Monster-Synchron drin bist? Nee, ist doch vorbei, die Synchron. Wir sind doch alle drauf. Nicht alle. Also wir haben schon mal synchronisiert. Ja. Obi kommt jetzt so. Ach nee. Kein Schlepper zur Verfügung. Moin, ja, dann bleibt doch ruhig. Ich kann doch nicht hexen, Leute. Ja. Nee, alles gut, André. Ich mach immer mit der Ruhe. Heidi Witzka, ey. Ich schalte gleich die anderen Fans auch frei, André. Jetzt habe ich schon Geld drauf gemacht. Ach so. Schön ist doch nicht machen, warum? Was fahren wir denn jetzt alle? Keine Ahnung, ich habe 1 Million drauf gemacht. Sollte für 3 Schlepper reichen. Den Johnny 8R Edited aber. Ich hab Fan. Ja. Tobi, ganz ruhig. Trecker kaufen. Dann geht's weiter. Warte. Kann ich mal. Das muss jetzt nicht hier, was weiß ich, die Bonus-Ausführung sein. Irgendwas, was 4 Räder hat und fährt. Weil da hat. Bernd, wo ist unser Fuhrmann? Der ist wieder in der Halle drin. Das kommt morgen so wieder weg. Die gleiche Lua. Die gleiche? Aber kann die verschlüsselt sein? Nein. Warum sieht mein Notepad dann nicht als verschlüsselt an? Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Im Stream. Die ist nicht verschlüsselt, aber alles gut. So, ich hab. Ja, das ist mein Fan will ich aber nicht wieder rein. Was der Rest macht, ist mir egal. Ich geh auf Silo, glaube ich. Fehlt denn jetzt überhaupt? Ah, wo ist meine Maus? Oh, der Aktion macht doch gut Banane, wa? Mit 63? Meine Maus ist weg. Jo, der. Guck mal unter der Couch. Welches Feld fahrt ihr? Feld 9. Stefan? Ja? Wir haben einen Lua Crossdeck und zwar wahrscheinlich durch den Spionenmod da. Bei mir ist alles EU. Macht mich jetzt nicht fertig hier heute. Ich spiele auf dem Server. Lua Crossdeck, schießt mich tot, Spectacular. Ja, ach so, ja, logisch, ja, nee, ist ja klar, der Inspektor macht jetzt ja. Theater, weil er ja vorher die ganze Zeit im Safe Game gespeichert hat, John Deere. John Deere ist aber nicht mehr da. Im Safe Game. Also, der ist beim nächsten Mal speichern, ist der weg. Okay. Ja. Aber ich probiere mal. Mhm. Kommt mal alle schön drauf, kommt mal alle zu Fatih und dann geht das los hier. Wer schiebt denn alles? Du, wir rollen dich drüber. Ha, ha, ha. Scheiße, Dreck. So.
Seh zu, dass du auf den Server kommst, dass ich dich jagen kann. Sei ruhig. Komm, Stundenzettel ist schon geschrieben. Geht's los. Dann müssen wir mal die von Giants mit dem Arsch treten, dann wäre das schon viel besser. Ich gehe mal einen Kaffee kochen. Solche Worte kennt man von hier gar nicht so Stunden und Uhrzeit. Genau. Mein Gott, hätte ich ja noch mal aufs Klo gehen können. Dann könnte man gar keine Worte mehr, da schläft aber schon. Bist du drauf, auch OP? Ja. Nur ich noch nicht. Und wie läuft dein Spiel? Noch gucken oder? Können wir nicht sagen, wir haben eine lange Synchro. Dann warte ich mal, ne? So, Edition ist drauf. Mike ist auch drauf. So, Schäfer, kann ich losgehen? Synchronisationen fertig. Ja. Ja. Komm, Patrick. Ja. Die nächste, bitte. 60 km/h, bitte. Alle 16 km/h. So, jetzt fahr, 16 km/h, ich fahr auf Silo. Los, 16 km/h. Jetzt können die jetzt alle zu Edeka gehen, bei Penny einkaufen gehen und bei Rewe. Immer mit Profis, wa? Hm. Fahrt alle mal eine Kurve. Ah, ich stehe genau. André, leider geht nicht los. Ich stehe genau von der roten Ampel. Ja. Jetzt macht's Blitz. Na, bin Klaus. Groß Klaus. André, geh los. Im Chat. So, alle drauf. Nix geblitzt, Patrick. Ach, der Server, der will mich nicht. Siehst du, die Drecksau. Oh, ich dreh die da in den Arsch. Welchen Hof fahren wir in den Krempel? Kandeli. Also ne, bei mir bringt's nichts. Also die Match liegt immer aus wie wild. Was ist das denn dumm? Warte mal, ich zieh Stecker mal vom Router. Schmeiß mal deine Söhne aus dem. Geht das so? Ne, das liegt nicht daran. Also ich hab immer so gespielt. Das Ehrenvorwort faul da hinten in Deutschland, irgendwo bei dem Server. Und der mag meine Leitung nicht. Tobi, wo bist denn du hin? Was wollt ihr für ein Silo haben, ja? Treschlux, nein, heute mal kein. Feld 12, voll machen, ne? Feld 12, da waren wir schon. Feld 12 haben wir geteilt, dann haben wir schon gedrillt, ja. Ich wollte jetzt auf Feld 12 gehen, darf ich? Nein, ist fertig. Das hat sich Patrick so auf Feld 12 gefreut. Wo ist denn mein Schlepper eigentlich jetzt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da. Also, wo ist ein Anhänger für mich? Nimm den Fuhrmann, Patrick. Ich hasse das, wenn wir den Server neu starten. Warum? MS von über 500 hab. Jedes Mal, wenn wir den Server neu starten. Echt? Bei mir läuft. Die ersten 10 Minuten. Ja, aber das Nachsekunde ist ja der Felder. Das ist aber ein bisschen. Das ist mega anstrengend mit 500 MS zu fahren. Okay. Wo steht der Fuhrmann? Ich hab den Kandelin. Ich bring dir den zum Feld. Komm einfach zum Feld. Welches Feld? Feld 9. Feld 9. Moin Klaus. Schöne Grüße nach Dänemark. Oh Gott. Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Das hört sich an wie ein Glas hinter mir. Der täuscht. Der Mike ist da. Schon grün oder was? Warum sagst du denn nichts? Falsche Richtung.
Oh, Selber, du brauchst keine Angst, wenn ich eine Ampel schiele, lasse ich immer ein bisschen Luft. Du machst das super. Aber das kriegen wir doch dann relativ schnell eingefahren hier, oder was? Auch wenn der Ertrag jetzt noch übelst ist. Denke mal, ne? Wir sollten das vielleicht nachher nochmal testen. Also direkt Getreide mähen, Raps, Weizen, Gerste, wie da der Ertrag ist. Dann kann ich das gleich umstellen. Wo willst du jetzt hin, Tobi? Zweites Rad. Ja, für den Rest ist alles in Ordnung, denke ich mal. Soja könnte, weil sie ist ziemlich hoch, finde ich. So, ja, aber Soja wird ja nicht gemäht. Ist ja halt nur jetzt. Wo ist er denn der Rolex da? Entschuldigung, mit dir los. Willst du lieber alleine hier drauf bleiben? Rico, fahren wir versuchen mal zu fahren noch. Ja, und können wir gleich zusammen machen. Ich will das nur eben schon mal so weit verdichten. Weil klar, spielt eigentlich so viele Mal draußen. Oh, Tobi, fahr einfach geradeaus weiter. Fahr einfach geradeaus weiter. Fahr mal geradeaus weiter, genau. Mach mir nur geradeaus weiter. Der ist ja ein bisschen Betrieb, ne? Rico, bleib mal gerade schließen. Perfekt. Und weiter. Motorreste aus. Patrick? Patrick? Ja. Der Fuhrmann steht auf dem Feld. Fabi? Ja. Mach da bitte deine Motorreste aus. Ich mach schon ein bisschen aufräumen. Warte. Was hat dein Hänger, aber egal. Ja, warte. Der fährt keine Power? Nein, ich muss gerade meinen Sprung einstellen. Ich hab da so im Keller gehockt. Wie will ich jetzt fahren? Weiter, voll frei aus. Guck das hier aus. Gut. Ach komm, wir fahren mal schnell durchs Gebüsch hier. Zack. Oha. Kommt da noch? Oh, da war ein Wolf. Hast du den Wolf gesehen? Den Fuchs gesehen? Nee, Wolf. Den Wolf, ja. Dann fällt er geschwadet. Herr Holz. Ja, so sieht's aber aus. Das noch eine der Maggot. Das nennt sich Landwirt. André, über die Waage, ja, ne? Ja. Du fahr mal deinen Trecker und dann halt mal im Mund. Du wirst fahren bezahlt. Wie wird wer bezahlt? Ich verstehe auch gerade nicht. Wo krieg ich ein Gehalt für da zu fahren? Ich hab dein Feld 8 gedrillt. Gehalt genug. Aber hier nicht kurz zu quer. Mit Gott. So, jetzt machen wir. Der Rosa Lehrling hat gesoffen, so wie der fährt. Jörn, wo ist er denn haben? Hm? Hacker schaffen, jetzt haben wir den Jäger voll. Letzte Silo hier rein, halt. Ja, vor Silo, in Silo. So lange wie möglich in Silo rein. War das schon voll? Nein, gar nicht. Nein. Weil Rico muss fragt, ob vorm Silo oder ins Silo. Ja, aber es gibt da einige Leute, die dann rein, ja, die selber reinschieben, was? Deswegen habe ich gefragt. Dafür, glaube ich, kommen wir zu geballt. Upload, all. Ja. Kriegt ihr das hin damit schieben, oder? Klar. Sind doch mit zwei Mann da. Das dynamische Duo. Das dynamische Duo. Batman. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Ich bin zu fett, ich komme nicht über den Zaun, scheiße. Das hier rumrennen. Wir lassen hier auch nicht jeden rein. Ja, ja, ich sehe das schon. Oh, nach Tobi, kuscheln ist hier nicht. Moko. Wo muss das Zeug hin? Nach Kandeline oder was? Nach Kandeline, ja. So, jetzt jedes dritte Schwatt erzählen.
Warum jedes dritte? Warum nicht jedes zweite? Jedes dritte, da komm ich besser rum. Also jedes vierte nehmen, ne? Such dir einen aus, ich nehme eine Liste, ne? Och, ganz einfach immer im Excel hinterher fahren. Angefangen. Patrick, was du weißt. Hat das Schild gar keine Collie? Du auch keine. Doch, an den Rändern nicht. Wollte ich gerade sagen, an den Rändern nicht. Wurde ausgezogen. Warum hat das immer den Rundumleuchten, Tobi? Der realistische Rundumleuchten hat mich irritiert. Ich wollte auf den Schwad gucken, hier Rundumleuchten. Wollte gerade sagen. In Wirklichkeit habe ich die auch noch an, wenn ich auf dem AGF fahre. Ich weiß, dass ich gleich wieder runterfahre. Mach ich die dann nicht aus? In Wirklichkeit, wenn du die mit dem Hänger anhast, sind du strafelos. Wer sagt das? Das Straßengesetz. Wer sagt das? Habt ihr irgendwo noch einen Hänger rumstehen? Pass auf, ab einer gewissen Breite und ab einer gewissen Länge. 3 Meter Breite und du hast keine Überlänge mit Triebwerk. Ja, bei euch, hier musst du die immer anhaben. Ey, der Fendt 1000 ist 3 Meter breit, also musst du so anhaben. Genau 3 Meter ja. Straßenbreite, brauchst du ja. Keine Rundumlüste. Ab 3,10 musst du Rundumlüste haben. Richtig, und hier in Luxemburg musst du die immer anhaben, weil es ein langsames Gefährt ist. Richtig. Moin, Schwenne. Alter, welches hier ganz hin oder was? Ich muss mich jetzt sagen, wir können die Höhe anfassen, das langsam. Voll. Steht oh, nee, nicht schon wieder wie gestern, oder? Upsi. Hallo, hallo. Ja. Steht bei Augustin noch ein Anhänger? Ja, da steht noch der große Sammelwagen. Oder Ladewagen, besser gesagt. Gut, den hole ich mir den. Ja, raus passt mal die Höhe an, ne? Hier bleibt aber viel liegen bei uns, André. Ich sehe das schon. Da können wir doch wegsammeln, oder? Wir schwaden das nachher nochmal neu. Boah, dann muss aber schnell. Das Silo. Klappt das mit dem Abkippen jetzt eigentlich besser? Mit dem Zeus? Ich hab vorhin gesagt, hier die dritte? Jetzt konnte ich schön durchbauen. Das ist das vierte, aber erzähl ich dir nicht. Drei liegen lassen und. Also hier das vierte. Dann mach ich jetzt wieder. Aber ich komme klar da, ja. Mach dem hältst du den Fahrer nicht. Ja. Mach doch einfach alle zwei Schwalle, das ist doch gut. Ach, dem OP vorwärts. Los. Hätte ich auch gesagt, aber. Ja, ich krieg diese schönen Gangrennen. So, es ist leer, ja. Ich schieb schon mal. Ja, das ist aber nett von dir. Meine Spielerring-Feeds mit anfassen. Nein. Aktiver Windschatten. Ah, Patrick! Fahren wir noch ein bisschen. Oh. Ja, ich hab Lex manchmal drin. Das haben wir schon erkannt. Bleib stehen! Voll. Ich höre immer nur voll. Ja, ich wollte mal die Höhe anfangen. Ist ja unheimlich hier. Probe. Oh, Tobi, jetzt genau, wo möchtest du hin? Das kann er dir nicht sagen. Fahr hier nicht irgendwie mit mir, dann werden wir beide noch Freunde heute Abend. Fahr mir einfach da, ja. Den gut. Kennt er schon. Das ist doch mal eine Aussage. Ja, liebe Zuschauer. Das höre ich den ganzen Tag hier. Ist ja gar nicht wahr. Na, aber meistens. Gut. Die beiden bekamen sich jetzt zum ersten Mal. Die müssen wieder beschnuppeln, die sind neu. Alter Schwede, was ist denn hier passiert? Wer bekappelt sich? Brems. Egon Brems. André. Na, ihr beide. Das war kein Kappeln. Der hat echt alles gekauft. Das Wort. Hat er auch. Das war noch kein Kappeln, das war nur eine klare Ansage.
Man kann es rein. Wie viel geht denn in die beiden Konos rein? 36. Und den Pöttinger? 55. Oh, beide rennen hier. Seid ihr schon wieder daneben, ich verletze diesmal anzeigen. Ja. Gib du einen Moment ab, deinem Häcksler. Tja, ist das auch so warm bei euch? Boah, schlimm. Ah, doch, weiter. Bitrate ist eine gute Frage, du. Ich hab mir das auch mal vom Blue Ice einstellen lassen. Voll. Und bewerben ist bei uns im Moment nicht möglich. Tut mir leid, wir sind echt brechenvoll. Sieht man, glaube ich, hier auch ganz gut auf dem... Wie heißt das Ding? Glanz? Oder, keine Ahnung, Inspektor-Mod oder... Stasi-Mod. Und jetzt sind noch nicht mal alle da heute. Nur die Unruhigen. Die nicht schlafen können. So schlimm sind wir auch nicht. Läuft der Callstack da eigentlich jetzt die ganze Zeit durch? Am Server oder? Mhm. Achtung, Rupi, fahr andere Seite raus, bitte. Nachdem Patrick gejoint hat, war nicht mehr. Ja, ja. Alter, hier ist nee, voll, rückwärts führen. Ich weiß. So, es ist jetzt gerade wieder vorbei. Ich fahr mal lieber ein Stück zurück. Aber man merkt doch schon, wenn wirklich viele am Fahren sind, fängt es auch bei mir an zu zittern hier so ein bisschen. Ne? Patrick, wo willst du? Das nervt das schon ein bisschen. Die Apotheke, Gummisohr. Du brauchst dich, glaube ich, nicht bewerben. Wie viel ist denn jetzt schon im Silo drin? 167.000. Komm, Holzi, gib Gas. Sind doch genug da, die hier fahren. Kannst du fahren in jede Ecke, wo du bist, da kommt immer einer entgegen. Ja, manchmal auch zwei hintereinander. Patrick, bist du mit dem Gespann schon mal rückwärts gefahren? Nö. Probier's mal. Nö. Nee, da wirst du merken, was passiert. Dass es sich abhebt. Nein. Bei Getreide macht das nicht, zum Beispiel, wenn du Raps drin hast. Oder Soja. Also beim Hexengut macht das wieder. Komisch. Da hat doch nichts mit der Frucht zu tun. Ich bin gerade eben am Silo rückwärts fahren, also wieder hin hochgegangen. Oh, ist noch grün, ist noch grün, ist noch grün. Achtung an der Ampel. Wir brauchen hier noch schon Volkspolizisten, glaube ich. Alter, wo kommt denn alle her hier? Das ist ja unheimlich hier. Hey, oder was? Ich komm gar nicht in der Nähe. Wo bist du denn hin? Traktorpulle hier. Fahrt ihr über die Waage oder fahrt ihr durch? Über die Waage. Stehen hier oder was? Machen die hier? Die ab, ja. Die extra oder was? Fahr doch mal. Da muss hier liegen. Ja, unser Hexerfahrer hat gesoffen. Nee, der Schwaderfahrer oben. Hast du beides?
Oder Mike, Entschuldigung. Alles derselbe. Charlie, warte. Ah! Können erstmal warten, bis. Ey, komm ab. Das ist alles viel, Alter. Ihr macht mir Angst hier. Deswegen ist er für auch hier. Dann werden wir das wohl haben. Wenn irgendwie machst du, da zauberst du da Hubbel rein. Man sucht sich immer die Leute, die eh nicht bescheuert sind zu spielen, ne, Stefan? Oh, ja. Deswegen führen wir uns alle so wohl hier. Richtig. Einmal hier kommst du nicht mehr weg. Na, hier kann jeder gehen, außer du. Siehst du da wohl wieder. Auch Wiedersehen. Also doch nicht jeder. Jeder darf hier was spielen, was er möchte, nur du nicht. Alles? Du findest doch lustig, ne? Ja. Komm mal hin, gehst du auf. Ah. Hast du das Kleingedruckte damals nicht gelesen, mal Facebook? Und warum fahre ich denn eigentlich? Also. Unser Chef, der macht, glaube ich, mal so Knebelverträge. Ja. Ich habe ja nichts unterschrieben hier. Ganz obiöse, weißt du? Genau, du hast das war vielleicht mit. Übergabe der Karte war es passiert. Ja. Das Teufelskreis, ne? Ich hätte da mal lieber nachfragen sollen. Hätte ich damals mal gewusst, dass ich irgendwann mal zwischendurch André heißen muss, dann. Warum schwimmt denn der Pöttinger so, wenn der voll ist? Können wir deine Lenkachse besser. So viel Masse hat der doch gar nicht. Ich bleib hier jetzt mal stehen, wo ich stehe. Ja, ich könnte Lenkrad da hochklappen. Das bleib ich jetzt nicht. Ja, dann seh zu, dass du hinterher kommst. Schneller Rastiker mal gibt nicht. Was für jetzt? Da kommt schon wieder eine? Ah, wie kommt auch schon wieder zurück? Ja. Können sich bald ein zweiter Hexler lohnen. Ach, ist schon gleich fertig da, die Wiese. Stell mich da kurz an der Seite. Stell mal kurz auf gerade. Okay. Bisschen Pizza essen, oder? Nö, ist alle. Bis gleich. Jo, Mama. Was hat der André gesagt? Schön brav über die Waage fahren, ne? Ja. Ist hier auch was. Tobi, sag mal, weißt du, was du hier machst? Nee, ey, er hat da hinten angefangen, da hier gearbeitet. Du bist von vorne. Nee, Sven, ich hab Kaffee reichlich. Gesoffen habe ich heute noch gar nicht. Wir haben noch ein lustiges Skript eingebastelt. Und zwar sorgt das dafür, dass die Anhänger bei einer gewissen Füllmenge halt drücken, schieben und sich alles verlängert. Und da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe leider Gottes vergessen, jetzt gerade in der Schnelle mein Lenkrad anzuschließen. Fahre jetzt auch nur mit Tastatur. Darum ist das denn so ein bisschen, als ob ich. Ja, immer um halbe Kreise rumgefahren. Warum fährst du denn über den Schwatt, Patrick? Legst mir viel auf der Seite. Was macht ihr denn? Da kuschelt ihr da oder was? Nee, ja. er macht erstmal eine Verfolgungsjagd über die ganze Acke von links nach rechts und fährt außen rum, anstatt oben rum zu fahren. Nein, ich rede von den Leuten im Silo. Achso, das ist normal bei denen. Ja, das ist normal bei denen zwei. War gestern schon so. Da fahren wir nicht da. Ey, so lernst du bei vom auf dem Extra zu fahren. Also die spielst du direkt ins Glas. Komm, gib Gas. Da will ich es hier. Björn, warte mal, wir müssen das mal hier wieder. Patrick auf 3, oder? Soll ich dann mal ein bisschen weiter nach hinten kippen? Da oben die passen zwei noch wieder die Höhe, glaube ich. Sagen wir mal sicher, dass es nicht fast glatt wird. Das ist der 17er LS.
Bist du ganz sicher? Ja, nein. Ich hab gedacht, wir spielen Elbe. Nein. 17,5. Das könnten wir aber mal wieder machen. Wollen wir nicht mal so ein Wochenende 13er wieder zocken oder so? Elbe. Elbe, genau. Hast du noch Mods? Na klar. Hast du wirklich noch vom Elbe Mods? Ja. Alter. So, ich vergiss mich. Patrick hat sogar noch 11er Mod sogar schon im 17er. Ja, das ist bei Patrick normal. Aber sogar schöne. Oh, wie kommst du nochmal aus da? Ja. Rico, bei ab 70% schaffst du dich dann näher an der Häcksle. Was? Ich hab Rico gesagt, ab 70% soll er sich ein bisschen näher an der Häcksle schaffen, dass ich neben ihn fahren kann. Ja. Wieder einer. Ja, ich hab Schrift hier. Ich da. Muss jetzt muss ich erstmal von der Seite wegschieben. Lohnt das noch zu kommen oder kann ich gleich durchfahren? Komm mal noch her, Stefan. Kannst du kommen. Halbe Feld leider noch voll. Ja, die Frage ist jetzt, ist der Ertrag zu hoch? Sind wir zu viele Abfahrer? Warum läuft das gerade so gut? Die kuscheln hier zu doll. Ihr müsst auch ein bisschen Platz an der Pickup lassen. Sei froh, dass ihr überhaupt spielen kann mit seiner Internet-Bambus-Leitung. Und dass ihr dir nicht ganz vorne vorm Pickup hängt. Ach, genau. Hier nichts rumzumaulen habt. Wer war da jetzt gerade mit gemeint? Wir beide. Achso. Alter, da sind noch gefühlte 1 Meter Platz zwischen Pickup und Traktor. Macht mir nicht den Jungen verrückt. Der Klaas war teuer. Nicht, dass der da noch eine Boilerin fährt. Oder der mit meinen Flammen steht tot. Ja, der brennt halt schon, also ich fahre weiter. Okay. Ist für ein Kabelbrand, da kann ich nicht spüren. Nein. Hier ist richtig Betrieb auf der Landstraße. Ich kann ja noch KI-Verkehr anmachen. Den lass mal aus, Stefan. Der kommt richtig Freude auf hier. No, lass mal eben direkt gleich mal die Hörig an. Ja. Ich wurde geblitzt. War nichts mehr zu machen von der Ampel. Jetzt kann man Platz hier. Schießen. Aber so viel ist doch gar nicht mehr. Jetzt können ein paar Abfahrer abholen, das sind zu viel hier. Wieso, da fährt ein Abfahrer neben dir? Wir guck hinter mir, sind drei. Wo sind denn drei? Wir stehen am Feldrand und warten, damit der andere wegfährt. Er kann kommen, ich bin gleich voll. Mike ist schon unterwegs. So. Schmobi, ich komm jetzt von der anderen Seite rein, ne? Oh, super. Und Silo? Super. Voll. Mike, das war ein bisschen zu schnell. Hätte ich anhalten, hätte es geklappt. Ja. Das kann er noch nicht. Einmal mit Profis arbeiten, weißt du. Ja, das hat letztes Mal bei uns so schön geklappt, ne? Jetzt hast du die Chance hergelegt. Ärgerlich, ne? Meinst du, Svenne? Ja, ich weiß nicht. Welche Reihe fahrt ihr jetzt? Ja, Schokolade in Essen.
Kein? Steht keine Zahl dran rein. Au! 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 Hm. Anders Mobilität wird sich freuen. Muss ich nochmal kommen oder erscheinen? Ja, ist ja noch genug rein. Voll. Jetzt bei den Hängen. Ich komme nicht mehr weg von dir. Servus, Rico. Oh, ja. Steht ja halb raus. Entschuldigung. Von wo hättet ihr denn den Silo rein? Tobi, das war jetzt nicht von der BGA-Seite. Okay, also liegt das wahrscheinlich eher an der Schwarthöhe. Also will ich die ganze Zeit reinfammeln oder von der... Biogas-Seite. Von der anderen Seite. Ja. Komm, ist halt nur über die Waage. Oh. Jo, an den Grad zu liegen, glaube ich. Kann ich oder kann ich noch nicht? Das kann ich einfach. Wolltest du überhaupt schon mal? Ja. Kann ich oder kann ich nicht? Das musst du selber wissen. Die Frage musst du selber beantworten. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Das ist die Frage. Ich schaue einfach nur hinterher fahren. Ja, das hast du gesagt, fahren wir hinterher. Aber das fahren wir. Das Schlimme ist, du lenkst rechts an und entscheidest dich auf einmal für links. Das ist das Schlimme. Ja, das Schlimmste ist, dass er schwarz schon anfängt drauf zu fahren, obwohl er immer noch nicht neben ist. Da ist vielleicht schwächer, dass er reinfliegt. Hat meine Oma auch mal gemacht. Meine Oma hat immer gesagt, Junge, du musst da langfahren. Nee, da drüben doch. Ja, genau. Kann ich da noch warten und Patrick da einfach unterfährt? Voll. Scheiße. Ah, wir kriegen das schon hin. Nicht so dramatisch. Geht ja auch heute gar nicht darum, wer am schönsten Häcksler fahren kann. Wir wollten ja mehr oder weniger einfach nur mal kurz zeigen, dass wir jetzt so weit sind, dass wir den grünen Rock nehmen können, dass wir Weizen. Oh. Ich muss mich da echt dran gewöhnen. Hast du heute an der Klatsche oder so? Warum? Du hast ja wohl gesehen, dass du neben mir warst. Soll ich neben heimfahren oder was? Sag noch, gleich steigt so ein Luxemburger von seinem. Gleich steigt so ein Luxemburger von seinem 1000er Fendt ab und schlägt den Häckslerfahrer zusammen. Der schlägt wahrscheinlich den Häcksler zusammen, nicht den Häckslerfahrer. Nee, beide. Zum Maya-Club, naja. Bumm, fertig. Und dann auf den Server geladen wieder. Der Fahrer bleibt aber drin, oder? Das wäre doch mal eine geile Statur.
kann ja nächstes Mal den Blinker setzen, das ist aber cool. Macht ihr da bei euch auf dem Hof auch, ne? Blinker? Nee, da guckt ihr ein paar, wo der Schrott liegt. Patrick? Wir müssen entweder die Trecker langsamer machen. Oder ich muss am Skript noch was ändern. Muss langsamer fahren. Wahrscheinlich. Wieso wurde geblitzt? Nein. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber bei einigen Fahrzeugen, die jetzt den richtigen Shader haben, und das, wo das Skript halt miterkannt wird, die schieben, also die Anhänger, die drücken richtig. Ich hab's oder schlagen raus oder so. Ne? Das ist halt... Ich hab's gemerkt, der Hänger geschoben mal an der Ampel. Ja. Ich muss mich da echt noch ein bisschen... Ey, Luxemburger, da war ich's. Falsch. Kinder, es kommt doch einfach mal klar da auf eure Spielwiese. Die Map heißt Kandelin. Links liegt jetzt nichts, warte, nach rechts liegt jetzt nichts mehr, also wir müssen links abdrehen. Jo. Ich muss erstmal bei Uschi ranfahren, wenn er Bockwurst holt. Das sieht doch hier schon ganz manierlich aus. Oh, so wird. Also ich mag ja den Klaas von dir. Ja. Ich guck den echt gerne an, ich weiß nicht warum. Der gefällt mir bald besser wie der neue. Oh. Nicht stehen bleiben. Abschleppkette. Ei, der Lack. Vorwärts, rückwärts. Mach Allrad an. Hab ich an, ist alles an. Kauf dich einen Trecker. Du hast den selben. Weil der steht am Ackerrand. Ja, frag dich mal warum. Warum keiner mehr herkommt? Ich wollte gerade sagen, ist doch fast alles weg. Ist leer? Versuch mal den Rest von noch einzusammeln, Tobi. Komm, ja, den spionieren wir hier wenigstens noch schnell mal ein paar andere über den Hof. Ich sehe, was du machst. Du siehst, was ich mache. Alle Huckus. Die sind ganz schön mager hier, deine Kühe, du. André, kommt hier noch was in der Silo rein? Ja. Okay. War ja doch gar nicht so viel, wie er war, ne? Er macht sich alles verrückt hier, der Junge. Ich glaube, bloß ein kleines Feld hier, ne? Lass mal Feld 3 machen wieder. Ja, gut, aber der Ertrag war doch schon übel. Also überleg mal, wie viel länger wir jetzt da reingeballert haben, ne? Oh, hab ich ein Schwein! Du hast mit 80% immer einen rein, Fabi. Dein Ziel ist natürlich jetzt auch doppelt so lang wie früher. Ich war nicht leer. Ich war voll. Der Karre ist ganz brutal. Ich würde das alles in eine Richtung schieben, wenn ich... Ja. Das macht sich einfacher, weil der eine schiebt da, der andere schiebt da. Wird schon werden. Voll. Du, Patrick? Patrick? Ja. Mir ist so ein Pöttinger zugelaufen vorhin hier so. Dreiachse. Ist nicht schlimm, kannst du behalten. Der will bei unserem Hof. Ich versteck den einfach mal da.
Fällt gar nicht auf. So, haut ab, ich mach dich bereit. Klaus, natürlich. Am besten du kommst morgen Nachmittag. Morgen Nachmittag, so gegen 14 Uhr, kommst du vorbei, dann machen wir das eben schnell. Wenn du Zeit hast, weißt du. Wo müssen wir jetzt hin? Danke für dein Abo. Nirgendwo, ist alles weg. Nirgends, alles weg. Wir können nach Hause fahren. Feierabend. Richtige Arbeit machen. Ja, kannst du vorne hinkippen. Dann. Aber wenn so, wir jetzt... Warte mal. Wollt ihr die vorne hinkippen, Jobi? Ja. André, wenn jetzt schon alle da sind, wollen wir denn den anderen Grünrocken auch schnell mähen? Bei mir? Keine Ahnung. Können wir machen. Jetzt sind wir noch genug Abfahrt. Ich wollte gerade sagen, das geht ja dann ziemlich zügig. Dann ist das im Silo und gut ist. Wo steht der? Wer? Bei der Grünrocken. Feld 7. Feld 7. Wo fahren wir den hin? Nach Biesdorf. Nach Biesdorf. Biesdorf, zweite Silo. Das schaffen wir. Ja, der hat Obi und Björn haben ja dann genug Platz. Ja, ich das mähe und spare in einem Arbeitsgang. Oh. Ja. Oha. Könnt direkt oha. Hinter der Stelle fahren. Oha. Oha. Auch nicht schlecht. Ich stehe hin, die Lohn feil. Ich muss bloß erstmal nach Hause fahren. Dann halt hoch. Warum ist diese Scheißkarte einfach nur so groß, ehrlich? Du hast die gebaut. Also kann ich den Häckselwagen dahinter behalten, ne? Ja, im GE sah das alles kleiner aus. Sei froh, dass sie nicht umgebaut hast zu 16-Fach-Karte. Oh, ich boah. Wir haben sie als 16-Fach. Wir haben sie nur noch nie. Ja, wäre doch schön. Nee, ich glaub nicht. Doch. Biogas-Seite oder andere Seite? Biogas. Wir können deine Chemnitz zu 16 machen. Aber dann müssen wir das Straßennetz nochmal neu bauen. Juhu! Oder eigentlich nicht. Eigentlich müssten wir das nur skalieren. Aber das wird dann auch doof aussehen. Da hast du riesige Kurven, wo eigentlich. Oh, Stefan, pass auf, der fährt dir über. Nein, kommt von vorne. Wer? Wie hast du gerade einer bei dir durch Wohnzimmer gefahren oder nicht? Ich springe mal zur Seite, ich hab Fenster auf. Achso, dass du das durchfahren kannst. Warum steht man schief an der Ampel? Weil du kannst. Jo. Nee, ja, nicht Björn. Ich von der Seite stehen jetzt. Da hinten, aber scheiß aus. Ah! Und? Hey. André, ich hab einen neuen Schlepper. Oh, moin. Was nach Leben? Ach, ja. Ein Glas nehmen? Jo. Ja, dann bleib, ja. Ich muss hier erstmal weg. Ist noch nichts, Tobi. Aber ohne die Radgewichte. Ach, du Gottes Willen. Obi, komm ich da drüber? Ich versuch dir gerade noch einen zu bauen. Ja. Warum schreist denn du so, Fabi? Weiß ich. Tja, ich bin schon halb taub hier. Die Zuschauer, die sind völlig irritiert. Stefan, wir brauchen ab hier eine der mäht. Ja, ich komm doch schon. Ich muss doch erstmal den Hänger wegbringen. Mann, dein Träger fährt 75. Nur eine Kurven solltest du abbremsen, sonst fängst du an dich zu drehen. Sag ich doch, guck, Klaus würde auch 16-fach gut finden. Boah, hier liegt noch so viel. Naja, mindestens ein Anhänger liegt da noch. Mindestens. Gib mal her den Häcksler, wo ist der? Schmeiß ihn raus, schmeiß den Hammer in den Kühlschrank. Was ist denn, sag mal da nachher, dass er mich hier runterweht. Tobi, wo ist den Häcksler? Drinne, steh schon da. Komm, gib her die Kiste. Ist einsam, da kommst du wieder hin. Gib her die Kiste. André, gib mir mal den Anhänger zurück, den du da hast. Ich bleib jetzt hier stehen. Warte mal, Mike. Raven. Tobi, nimm mal. Rico, oder was?
Abfahrt ist keine gute Idee, das wird nicht. Tobi, hast du den Hektar da stehen, wo er ist? Steig aus. Steigst du jetzt aus? Gott. Kommst du rüber, oder? Ja, klar. André, kann ich deine Kono haben? So wie da entsteht eine Aktion, damit kannst du los. Ist es sicher, dass du ihm den gibst? Ja, dann Feierabend. Ich wünsche dir noch einen schönen Arbeitstag, immer Feierabend. Jo, immer Feierabend. Fadi kommt. Ja, jetzt kann er nichts mehr fahren oder so. Warum? Ja, wenn der Hexer jetzt abhaut und die Träger kann ich nicht rein. Ja, da warte doch einmal mal 2 Sekunden. Ich höre hier heute immer nur noch Mi den ganzen Tag, Alter. Ich werde schlimmer wie ich, ey. Und das Schlimmste ist, Stefan ist nicht mal da, weißt du? Tja. Ja, der kommt gleich. Hören. Wir sind hier auf der Akademie. Mi. Ja, ja. Kinder, gebt uns doch mal 2 Sekunden. Rico, ich bin auf dem Feld, ich kann dann nicht abfahren. Ja. Brauche nicht, hat Anhänger mit, glaube ich. Ich habe Anhänger mit bei. Ah, na ja gut, dann mach voll das Ding. Ja, das musst du rufen, wenn einer kommen soll. Ja, mache ich. Auf jeden Fall, ML, du sagst es. André, erste Runde fahre ich so rum, zweite Schwade. Ich kann gerade nichts machen. Wir haben sie die Anhänger geklaut. Nee, ja, ich brauch das ja hier, ist ein bisschen breiter. Der Schwader ist ja breiter wie. Aber das synchronisiert schon wieder vom Feinsten. So, machen wir auf die Schroß Haltestelle, ha? Jetzt erstmal gerade, dafür gerade wieder kriegen. Stellt man den und dann sagt doch ein Ton. Ich hab's doch gerade 3-mal gesagt. Mal zuhören. Mal 2 Minuten. Kann er nicht. Einmal im Leben zuhören. Ich hab doch nur 2 Hände. Und weg ist er. Hey, ja. Ich glaube, der konnte vorhin die Meinung ab, wo ich ihn geigt hab. Nee, kann er nicht. Wir sind live. Das nicht mehr. Wir müssen Stefan, die Ideen wollen unbedingt 16-fach haben. Ja, ich weiß. Geht los. Können sie ja mal kriegen. Was ist hier los, Junge? Aber. Ist da uns doch in der Verkehr. Komm, Patrick, steig aus, wir trinken Käffchen. Gibt's denn was umsonst, Leute? Ihr hättet euch doch Bursche an der Tankstelle treffen können. Ist der Weg hierher zu weit? Ich will 24-fach haben, dann synchronisiert wenigstens gar nichts mehr. Ja, ja, da scheint es echt Nachholbedarf so langsam in all den Jahren. Sind wir noch nicht viel zusammengekommen, Rico? Wie viel haben wir denn jetzt? Und ich meine, was du jetzt im Anhänger drin hast, ist ja nicht allzu viel. Mike, warum hast du wieder Zitten? Wo ist denn hier der Häcksler-Fahrer? Ja, auf dem anderen Feld noch.
Dann sammelt Tobi seine nicht mitgenommenen Schwader ein. Ja, ist aber ärgerlich, wenn da so viel liegt. Ja, aber man muss, glaube ich, da nicht so. Bist du noch nicht fertig mit mir? Gib mal Gas dahinter. Trommel mal nicht rum hier. Fati klappt jetzt ja erstmal den Kreiselapparatello aus. Ja, ja, das sagst du auch abends, ne? Ich klapp jetzt mal meinen Apparello aus. Ja. Ich glaube, das hängen wir bei. Sag, Uschi, komm ran, es gibt was zu apparieren. Sammel das jetzt übers Grab zusammen, dann. Ja, kann sie langsam hier antraben mit dem Häcksle. Ja. Die Abfahrer werden langsam ungeduldig hier. Was? Vertäuscht. Leck mich dann jetzt einfach aus meinem Schönheitsschlaf. Dann soll ich hier rein. Fährst du denn schon rüber, Björn? Bis. Nicht so wissen. Ja. Auf dem Weg dahin. Und das wird übel für dich, der Björn, dann weißt du. Ich glaube, ich könnte auch einen gebrauchen, der vorne mäht. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Der Schwader ist ein wenig zu breit für das Mähwerk. Vom Heu machen wir das ganz gut. Breite aufstellen. Wie kann ich den denn schmaler machen? Mauscontrol. Ja. Schmaler? Ja, ja. Da kannst du die vorderen zwei fährst du enger zusammen. Ah ja, drückst linke Maustaste oder rechte und dann ziehst du so hoch oder runter, dann fahren die Arme zusammen. Musst du aber ausgewählt haben, ne? Ja. Ja, hab ich, aber hier passiert nichts. Ah, doch. Cool. Muss ich jetzt hier zu dem sagen, jetzt weißt du wieder was mehr. Das hab ich noch gar nicht gewusst. Das hat schon seinen Grund, warum ich mir das hingeholt hatte. Ich bin ja begeistert. Aber etwas fehlt an dem Glasschwader noch. Ja. Ein Sondierzeug. Nee. Schweinchen Dickzeichen da. Nein. Den kann ja nicht alles gehören. Das geht ja nicht. Natürlich. Ich habe mich dann auch erarbeitet. Ich war da verarbeiten. Dann hat der andere auch gesagt. Ja. Und geht, alles hat er gehabt. Der geht morgen nicht über los und zieht keine 5000 Euro ein. Kannst du glauben. Danach ist man immer schlauer, weißt du doch. Ja, wo ist denn hier der Häckslerfahrer? Der ist noch einer. Der sammelt noch die Brocken ein. Komm. Scheinreich. Die stehen schon ja, die ganze Straße da kaputt. Meine ich doch. Synchronisiert ja nichts mehr bei mir. Ich fahre hier quasi im Blindflug. Auch gut. Oh, was steht denn hier alles auf der Straße? Ein paar Trecker. Da kommst du kaum vorbei. So, ich komm. Ihr scheint mir nicht. Jo, es war klar, Herr Kollege. Weißt du, an allen kommt er vorbei und mich rammelt er natürlich wieder an. Hier passe ich auch nicht vorbei.
Mann, ey. Einmal mit Profis arbeiten. André, wirst du deine Anhänger wieder haben? Ach, ist klar, der nächste steht auf der Filter. Was? André, hab ich noch einen Schwad hinter mir? Ja, ja. Stell die hier hin. Feiert er da überhaupt? Wenn jemand anderes mähen soll, musst du es sagen. Nein, das ist. Da musst du weder dein Mähwerk irgendwann umstellen. Mähwerk bleibt Mähwerk. Das ist einfach eine neue Frucht, die wir hier gebastelt haben. Also was heißt eine neue Frucht? Brocken gibt es ja schon ewig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt vom Upside Down. Gab es im 15er sowas ähnliches. Dieses Multi-Moving. Und das macht quasi nichts anderes. André, komm, geht los. Ja, ja, ich bin da, keine Bange. Obwohl, bis die mal so weit sind, dauert ja. Obwohl, André ist gleich voll. Also schön geschwadet ist das hier nachher aber auch nicht, ne? Boah, komm, egal, ich komm. Könnt ihr euch nachher bei mir ausheulen. Solange der Häckslerfahrer am Bein frei fährt, ist alles. Dürft ihr. Ich komme da nicht drauf. Ich mache ja alles kaputt. Das mache ich doch glatt. Du darfst nicht. Du hast gesagt, bau das. Ich darf auch gar nichts. Aber Luft holen darf ich noch, ja? Ja. Nein. Oh, eine Kollision. Wo sind die Abfahrer? Sind unterwegs. Wieso Maiko schon voll? Oh nein, ja. Boot voll. Aber wir wollen hier keinen Schönheitspreis gewinnen. Mit dem Zeug. Nein, nicht. Ich denke, das gibt bestimmt 10 Leute, die uns zuschauen, die da 10-mal besser können wie ich. Ist auch nicht meine Aufgabe, hier den ganzen Tag zu häckseln und zu wehen und weiß der Geier was. Oh, schon wieder so ein Ding. Ah, ich bin wieder im Biestdorf gesetzt. Obwohl, bis der Luxemburger voll ist, ist dauernd noch. Dieselben wie ich. Welches Silo wollt ihr gleich voll machen? Das erste. Also das neben den Strohballen. Am besten. Okay. Kann ich ja morgen gleich 140% fahren auf der Anlage. Das haben wir das eigentlich mal richtig getestet, Patrick? Bei den Tieren? Ja, das geht. Wie viel Prozent waren es? 145. 145%. Ah. Das sind super Kühe. So, Gott sei Dank, wie geht's hier auch. André, magst du auch mal mähen? Nö. Der Opa ist wegstellen können. Das ist aufgeräumter Hof hier. Ja, na.
Rico, das wird jetzt eng. Eng ist ein dehnbarer Begriff. Guck mal, kuscheln. Ich glaube schon gleich einer entgegengepfiffen oder was? Patrick muss ja jetzt entgegenkommen. Falls einer von euch Interesse hat, hier steht noch ein Pöttinger Anhänger, ne? Nee, der muss da stehen bleiben, der wurde entwendet. Mhm. Ausgebrochen. Hallo, Fabi. Eieieiei. Also Kurvefahrerei hier in dem Eck. Fahr weiter, Rico. Muss ich weiterfahren? Ja. Lag schon voll an. Geht. Hin. Ach, irgendwie heute ein bisschen gesoft beim Schwan. Oh. Ich fahr gleich, warte. Ja, warte. Oh, nicht aussteigen. Jupp, Alter. Kommt der uns auch noch entgegen? Ah ne, der fährt mit BBS, oder? Und so. Noch einen Schluck. Ich hätte mal noch einmal umfahren sollen. Jo. Ja, ich fahre noch. Wegen den einen Schluck macht er so einen Aufstand hier. Ja, sicher nicht. Oh, da muss man ja alles ausnutzen. Ach doch, doch. Wie viel mal vorgewendet hast du auf dem anderen Ding? Alter. Also, ich weiß. Dann fahre ich über zwei. Kann ich ja nirgendwo drehen, das ist ja zu kurz. Bleibt aber auch viel liegen, Rico. Was? Bleibt aber auch viel liegen. Ja, schreit ihn ja, an. Weil, schreit ihn weil, an. Weil du mit der Pickup nicht immer genau mittig den Schwatt erwischst. Pickup ist ein bisschen schmal dafür, ne? Ja. Hey! Das ist das nämlich. Das liegt nicht an mir, das liegt an der Pickup. Also, vorhin hat es an Holz geklebt. Das ist was anderes. Nee. Alle gleichberechtigt. Patrick muss auf der anderen Seite. So. Wenn mir sonst gleich Stefan entgegenkommt, macht sich ein bisschen schlecht, wenn wir Miewerke entgegenspringen. Du täuscht. Oh, mich betrifft das nicht mehr. Weil ich gleich raus bin mit der Fuhre. Und weg. Diese Mies und den Rohschwad ist. Ich hätte ihn heute Morgen schon mähen sollen. Hättest du doch schon gestern mähen können. Wollte ich ja nicht. Ich wollte das ja im Livestream machen, weil. Jetzt nur auf Felshilfen, was ich gemacht habe. Schon wieder viel Post kam und die gefragt haben, ob wir das nicht mal machen oder zeigen können. Aber es
Hm. Auch über die Waage fahren bei euch? Ja, bitte. Muss ja eingebogen werden. Wir müssen eine Rechnung schreiben. So, alles klar. Ja, schreibt ihr mal eure Rechnung. Ja, kann. Ihr kriegt ja von mir auch eine Rechnung. Deswegen. Ich habe eine Oma, die guckt dann ganz klar aus dem Fenster. Und die fühlt die Geschwindigkeit, die ihr da fahrt. Hm. Anhand der gefühlten Geschwindigkeit schreibe ich dann Verwarngelder. Schreib du mal Verwarngelder. Dann gebe ich meinen Führerschein ab und habe dann 4 Wochen Pause. Nein. Ich kann nicht. Dann kriegst du das Pony. Führerschein abgeben. Kriegst du das EFCO Pony. Haben wir keinen hier um, habe ich keinen Führerschein für. Nee, das gibt's ja jetzt. Moin Fussel. Moin Dirk. Nee. Eine Map, die in Brandenburg spielt. Ja klar, die Brandenburg zum Beispiel. Agrarland Brandenburg. Agrarland Brandenburg, schöne Map. Habe ich irgendwo hier noch auf das Top rumliegen. Ach, wieder eine da zu schieben. Oder Bandicoot zum Beispiel. Schöneberg, ist auch Brandenburg. Hauptsache die Maschine will ich denke, André. Fahr ich nicht mehr. Ist denn hier auch so ein hoher Ertrag drauf wie bei dir? Jürgen, kannst du mal bitte den wunderschönen Anhänger hier aus dem Weg räumen? Wo hier mal alles abhängt. Ist ja eine sehr gute. Was denn? Ich sah, ist der Ertrag auch so hoch? Hier auf dem Feld? Ich fand den auf dem anderen Feld nicht allzu hoch. Nee, sah bei mir mehr aus. Ja, aber weil die Anhänger sich so schnell befüllt haben, das sah echt erschreckend aus. Das war auf 3 genauso. Damals. Da bist du in einem Ja, da bist du eine Bahn gefahren oder war der Anhänger ja voll? Ja, gut. War das denn, wenn du Landwirtschaft und fährst so eine Bahn, ist ja eigentlich auch voll. Ja, passt doch. Also ich bin jetzt ab dem ersten Masten bis hoch bin ich mit einem Anhänger hochgekommen. Okay. Feld 7. Also kann man das so lassen vom Ertrag. So, ich bin jetzt gelassen. Ist jetzt nicht übermäßig, dass er 5 Meter fährt und er ist direkt voll, sondern fährst schon ein paar Meter. Gut, bei den die anderen sind halt ein bisschen schneller voll, wie Patrick und ich jetzt, aber. Ja, du liegst am Ladevolumen, ne? Ja. Ich werde. Also 60.000 ab oder ab 36.000, das ist ja ein himmelgroßer Unterschied. Ich werde es einfach auf dem Testserver. Ihr beide seid ganz schön schnell. Mal 4 Felder mitmachen und dann mit unterschiedlichen Düngesorten. Patrick, bleibst du wieder stehen? Nein! Liegen lassen? Was sie? Ach du Scheiße. Moin Mika. Oh. Michi. Der blaue Eiswürfel. Ey, was ist hier los? Ach nee, her, blauer Eiswürfel, so war das ja. Der Drecks hier mit gar nicht. Halten. Hast du mir weg aus dem O? Molle! Wenn Water spielt, Patrick macht Paarungstanz! Achso. Jetzt aber. Wolltest du den Silo noch offen lassen? Ja, erstmal noch. Abdecken können wir immer noch. Wir haben jetzt nur die Silagebunde. Ja, du bist auf dem Schwader eingestellt und du läufst mir weg. Wo war denn das?
Steuerung, Shift, plus, minus. Was, Steuerung? Steuerung, Shift, plus, minus am Numpad kannst du verstellen. Beide. Aber nicht wundern, dass die Spur auf einmal rüberspringt, ne? Hey, da ganz kurz den Schwader ab und geht dann auf automatisch. Oder so. Nur so als Tipp am Rande. Gabi, du bist so schnell. Ja, ich merk's grad. Hey, bleibt der trotzdem dabei. Bleibt auf 9 Meter. Ich halt noch rein, jo. Wenn du oben auf das A gießt? Ja. Bleibt auf 9 Meter. Warte mal, wo war denn das? Offset, ist das richtig? Nein, nee, das Offset ist, brauchst du nicht. Work wide. Nehmen den A, so plus und minus da. Fabi, lass mir mal ran an den Schwad. Danke. Jetzt passt. Attacke jetzt hier. Ich weg. Voll. Ja, warte. Ab, Björn, kommst du wieder weg? Schaff, Jürgen, hilf mal. Oder in der andere? Gleich in der andere? Ist ja egal. Ich dachte, Stefan sich nicht noch bedrängt fühlt. Ach, fahr mal. Ja. Kann er ab. Möchte er ja so. Aber Stefan, ich lasse dir jetzt guten Ersatz hier, wenn ich mal nicht da bin. Auf einmal ist André Rico nicht mehr Rico, sondern auf einmal André. Passiert. Nein. Ich halt mich darauf, was macht unter euch aus? Nein. Ich bin nicht käuflich und ich bin auch für keinen Ersatz. Du bist einfach umbenannt. Den krieg ich jetzt raus. Abschleppstange, Stefan. Ah ne, jetzt ist er raus. Was denn? Tja, und mich aber das Schönes gemacht. Ich hab gelesen, irgendwas war mit den Lüftern nicht in Ordnung. Ich lasse jetzt hier die Reihe erstmal stehen, ne? Boah. Beachte die mal, ey. Meiner ja weg. Ach, Mann. Fahr mal weiter, Rico. Naja, ich fahr. Der Gehebige. Oh, die kau jetzt ab. Ich muss da irgendwas für schreiben. Für dumme Menschen, so wie für mich. Was mit PS? Nein! Wie kommst du vielleicht auch noch ins Hängen? Ja, ich bin schon unterwegs. Ich will mich gleich hier weg. Ja. Ich bin gleich da. Weil irgendwie langsam bin ich frustriert hier. Ach, das ist Vogelfutter, Micha. So, viele Vögel. Anspielen oder soll ich warten? Irgendwie habe ich das hier noch nicht so wirklich verstanden mit dem Mähen und gleichzeitig fahren. Ja, macht man ja eigentlich auch nicht so. Ich weiß. Ich wollte halt nur schnell sein. Ich hätte auch lieber gemäht. Vorgemäht und dann nach. Ja. Nachgeschwadet. Aber ich war darauf noch fixiert, dass wir nicht so viele Leute sind. Ach, wieder der Rücken. Der Arme. Michael, läuft denn der Computer wieder oder hast du Probleme? Stefan, da steht noch eine Reihe. Das ist keine Reihe. Ein Streifen, der. Das ist auch kein Streifen. Das ist Vogelfutter. Das ist kultiviertes Vogelfutter. Das ist extra angebaut. Oh, 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 oh.
Und Björn, bei dir eine Rolle im roten Bereich? Ja, aber tiefrot gerade. So nett. Welche in dem anderen Silo hat das wunderbar geklappt mit dem Abkippen und hier hängt es wieder so. Ja, voll. Bei mir liegt hier drüben noch Schwert. Der ist aber gar nicht mehr da. Also eben, ne? Das ist hier eigenartig. Synchro. Okay. Und was hast du jetzt? Wasserkühlung oder normale Lüfter oder keine Ahnung. Also ich habe hier auch diese 0 Dezibel Lüftung. Sagt, wenn ich abkippen kann. Ich kenne ja nur die Kippe von der Mauer. Kommst du da alleine wieder raus, Bill, oder? Auf irgendeinem Berg fest. Ich komme nicht keinen Meter vorwärts, aber das ist sicher auch richtig. Weil ich habe mir teilweise einen FPS. Ja. Kannst du mir mal 2 Sekunden ablösen? Gleich, ich muss erst mal gucken, ob ich Björn hier mit freikriege. Warte, warte, nicht stressen, ihr müsst nicht stressen. Nee, immer mit der Ruhe. Ich will nur diese komischen Dinge hier wegfahren, die machen mich wahnsinnig. Wie sagt man dazu? Strommasten? Strommasten. Probier jetzt vielleicht zurück. Warte. Nee. Oh, das ist ja. Ja, wir noch einen kleinen Schubs. Gleich hoch da. Das lässt sich auch scheiße. Ist jetzt weg da? Du, kann ich ja wieder anhängen, ja? Ja. Ich bin hinter dir. Ich glaube, du hast recht, aber der Fang ist gar nicht. Ist genau richtig. Wenn ich jetzt sehe, wie lange die auch schon hinter mir fahren, ist alles gut. Obwohl man ja unter Umständen wirklich bei Grünrocken. Der ist aber teilweise höher wie Mais. Wenn der richtig ausgewachsen ist. Und eignet sich halt perfekt zur Silageherstellung. Jetzt bin ich wieder zu langsam für dich. Das ist mal was anderes, wie nur mal mit dem blöden Häcksler durch die Gegend zu fahren. Wie schnell fährst du denn, Fabi? Ich hab ein Tempomat auf 19 stehen. Er fährt bloß 16, glaube ich. Fahr ich auch, 18, 19 oder so. Ja? Der Tausender braucht Öl. Patrick. Ich hab ja mehr so Schwierigkeiten mit der Schattensynchronisation. Ja, das ist bei mir genauso. Ja, den müssen wir einfach mal einen Schwart warten. Ja. Stefan, fahr mal einfach. Stefan, Micha sagt doch, du bist recht leise. Ich bin recht leise.
Warte nur kurz, ne, Fabi? Ich muss da morgen echt mal gucken. Ja. Ich habe so ein bisschen Probleme mit seit Windows Update mit meinem mussten mindestens Headset einmal entgegenkommen lassen und runterfahren. Wenn du neben dran runterfährst, dann setzt sich das immer wieder. Wenn du hochfährst, zieh mal das Schild früher hoch. Mhm. Ein bisschen eine Schräge gleich rein haben. Stefan, was sollte ich jetzt machen? Ja. Mich mal kurz vertreten hier im Feld. Ich bin gleich wieder da. Da ist er ja schon. Da kommt er angelaufen. Wunderbar. Gut, ich bin in 2 Sekunden wieder da. Kannst reinfahren, Mike. 1, 2, 3. Moin, Alfie. Stefan ist schon wieder da. Ja, dann könnt ihr aufhören. So von der Seite. Hier drückt er den Chat wieder aufs Auge. Oder den Stream. Wie immer. Kannst du doch schon. Ja, eigentlich ja. Gehen wir dann gerade mal was zum Trinken holen, wo wir noch warten. Ja, geh mal. Falsche Seite. Warten wir noch, bis andere Wege rum ist. André? Wer macht das schon? Ja. Nee, wegen der Schwatt-Synchronisation, was? So. Hey, Michael, entertain tue ich hier gar nichts. Weißt du, ich muss immer hier mich drum kümmern, wenn er weg ist. Sonst alles gut bei dir, Micha? Wollen wir schon, oder? Und ich hab ich so trinken. Nee, ich bin da. Wollen wir schon, oder? Ja, das ist egal. Gut. Ja. Auf los geht's los. Los. Ja, genau. No. Los. Weg. Und den Schwatt musst du mit der Pickup echt mittig erwischen, sonst kriegst du nicht alles mit. Der ist aber schon relativ schmal eigentlich, sag ich mal. Ja, aber wenn du den nicht mittig triffst mit der Pickup, nimmt der dir nicht alles auf. Nimmt er dir nicht alles auf. Ja, das ist zu schmal. Das war's, ne? Warum ich auch muss, ne? Genauso wie bei dir, also. Alles im grünen Bereich, sag ich mal. Aber nicht bis oben, Patrick. Wie gesagt, das Sprichwort so schön, schlechten Menschen geht's immer gut. Dann kann ich ja unser Feld noch schwarz machen, André. Kannst du machen, ja. Ich vorstelle. Ich soll überlegen, ob wir morgen noch Heu machen. Muss mir sagen, welche Wiese mäht die gleich noch. Weil ich. Ach, Fabi, weißt du, was ich morgen Samstag wieder mache? Ja. Ich höre den Schnell auf. Was machst du morgen? Grillen. So Abwechslung mal wieder. Ach, hi. Häng ich mal wieder an die Grille, ja. Ja, natürlich.
Musst du nur sagen, André. Ja, ich muss euch gucken. Früh mag auch noch nicht Feierabend, denke ich mal. Auch wenn die Augen schon ein bisschen brennen, aber das kenne ich ja irgendwo her. Ja. Scheiße, wir haben ja kein Öl da stehen. Zisch ohne ab. Haufen ab jetzt, oder? Ja, also 99% bleibe ich nicht noch stehen. Dann hau ab. Die Spur kommt wieder zurück. Plus 6, komm ich wieder hoch. Hör doch, die ist nicht an. Rechte Seite oder linke Seite? Zur Straße rüber. Okay. Dann nur Mike, jo. Oh. Mike wollte kuscheln. Ja. Wie viel waren bei uns im Silo jetzt drin, André? Weißt du das noch? Ich hab nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob ich überall schon bin da bloß, kann sagen, 3 oder 4 Mal gefahren. So. Wann hat er erst angedroht, als wenn weiß ich, wie viele Millionen da zusammenkommen? Ja. Ja, das war schon. Ich den letzten Hänger reingebracht und war es so wie 1.060.000 oder so. Ich meine, der Schwatt ist ziemlich hoch, wenn du das mal so siehst. Ich wollte gerade sagen, das sah bei mir nämlich mächtig viel aus. Ja, moin, Tom. So, da ist er wieder. So weitermachen oder möchtest du abfahren? Nee, mach mal. Ich guck dir mal einen Augenblick zu. Hm. Vielleicht lerne ich da noch ein bisschen was. Du hast neulich voll einen Kurs, oder? Nee. Ah, das sind alles noch böhmische Dörfer für mich, ganz ehrlich. Ich hab den gleichen gelassen. Ja, okay. Ja, bloß wie gesagt, ich fahre auf der Seite hoch und fahre dann hinten wieder runter. Brauchst du nicht ganz so eng drehen. Ja, das Geschoss ist einfach zu lang dafür, ne? Ah, nicht? Warte mal, einen kleinen Moment, das jetzt mal. Du fährst mal einmal von der Tram. Bin gleich wieder da, ne? Jo, haben wir irgendwo eigentlich noch fertigen Weizen oder Gerste? Nee, ne? Was, fertige Gerste? Ja, irgendwo ein Feld. Feld 3. Okay. Nee, ist noch nicht fertig. Nee? Lass dir nichts erzählen, die habe ich vorhin gerade ausgedrillt. Fertige Gerste, lass mich überlegen, Stefan. Ich werde schon irgendwo was finden. Auf 3 war Gerste, ist abgeerntet. Auf 7 war Gerste, ist abgeerntet. 12 ist ab. Okay. Raps, glaube ich, können wir auch mähen. Na, Raps wäre ja hier auf Feld 10. Das ist ja auch eine normale. Gerste haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Doch, auf 16, aber die ist noch nicht gekauft. Stimmt, siehst du das auch noch, Gerste? Ich hab das nämlich gerade vor Augen alles. Scheiße, du hast ja die Karte offen. Ja. So, das musst du aus dem Gedächtnis rausmachen. Mensch, so lange spielt die Karte doch noch gar nicht. Ich kann aber auch Weizen in den 24. Nee, der ist Meister. Nee, Weizen. 24 ist Weizen. 24. Weizen ist 25, 24, 21 und die 5. Und die 17. Auf 8. 8 müsste jetzt auch Gerste sein, ne? Patrick? Ach, Patrick ist ja nicht da. Ich muss naja gleich mal Patrick fragen, ob der sich morgen Meier beruflädt. Aber guten Abend. Hallo, Defi. Na, André. Im Zug vom Hamburger Hauptbahnhof. Warum? Ich muss gerade. Sein Nebenjob. Rico, ich komme. Reicht mir nicht, scheint's.
Okay, ich erscheine. Aber moin moin, schön, dass du da bist. Ja, ja, auch gerne. Heute und, oder besser gesagt, ja, heute noch und morgen, dann bin ich leider wieder verschwunden. Paar Tage. Wird noch geprüft, steht da irgendwo. Aha. Ist noch nicht abgenickt. Ich darf nicht gehen, dann darfst du auch nicht gehen, liebes Fräulein. Danke. Gleichberechtigung für alle. Ja, sehr gut. Kann kommen und gehen, wenn ich will. So, ach, gut. Jetzt auch nicht. Nein. Ist nicht. Wart. Gut. Dass ich einmal kommen und gehen kann, wenn ich will. Komm, ja, aber gehen nicht mehr. Wenn man einmal die Kandelin spielt, darf man hier nie wieder weg. Richtig. Ich hab's ja schon mal gespielt. Aha. Automatisch. Der war schon mal weg. Nee, war ja arbeitsbedingt. Arbeitsbedingt zählt nicht, genau. Da ist schon auch nicht was drin im Silo, wa? Ja. 600.000. Wenn das Feld runter ist, decke ich das heute noch ab. Damit die kleinen Mukus dann bald auch vernünftig produzieren. Fressi haben? Ja. Hast du vorhin gestreamt, Stefan? Ich bin noch bei. Er streamt immer noch. Achso, Entschuldigung. Ja, der Himmel bewegt sich. Und zwar kannst du dir, also wenn du das auch haben möchtest, kannst du dir das bei uns im Forum bei BPG, also Black Panther Groups, kannst du dir den zugehörigen Himmel und den Shader natürlich auch downloaden. Was ist denn nun hier, Meister? Da haben wir uns mal ein bisschen was einfallen lassen. Was redest du mit mir? Wer denn sonst? Heißt das jetzt, mach den Acker mal fertig? Es war ein Versuch wert. Jo, mir ist das egal, ich mach ihn auch fertig. Stört mich nicht. Ist eigentlich total simpel. Ja. Der Abfahrer wäre nicht schlecht. Ja, kann ich ja nicht. Ich werde ja hier immer wieder für andere Arbeiten genötigt. Ich bin ja schon unterwegs. Aber ich habe keinen Träger mehr. Da schon wieder. Na, da sitze ich ja drinne. Und fahre noch. Ach so, stimmt. Denn drin komme ich ja gar nicht rein. Doch, oben am Feld dran steht noch ein Axion. Komme ich auch nicht rein. Mit Pödinger, warum nicht? Ja, der muss sich anmelden. Nee. Dann sieht jeder das Passwort. So. Das ist nicht mehr so kreativ mit 4x0. Das ist doof. Jetzt ist 4x1. Mit Obi. Mann, oh, entschuldige bitte. Na gut, ich habe ja nicht die Reihenfolge gesagt. Ja. Und solltest du Hilfe brauchen beim Himmel einbauen, kannst du dich gern melden. Oder kommst direkt hier ins Discord. Das habe ich gesehen, Mike. Was soll? Bleibt unser Geheimnis, ne? Ich glaube, man soll direkt aussteigen, dann kannst du da reintappen. Ich wollte ja eigentlich mal die Fehler abzählen. Ach so. Also in Drücken, ne, bist du für die erste Klasse. Gerne. Oh Mann. Hast du gut von der Arbeit gelernt? Ja. Ja, warte, ich geb mal ein bisschen Gas. Bäume. Häcksler, wo ist das Memo-Pit? Schon an dir vorbeigelaufen. Möchtest du jetzt wieder weitermachen? Soll ich? Mir ist ja egal, ich mach das sonst auch fertig. Na, dann mach fertig. Dann haben die Jungs wenigstens vernünftige Bahn. Wissen doch, ja. Was soll das heißen? Ich weiß noch nicht so genau. Und wir drehen mal eine Runde bei dem Onkel André. Was sagst du eigentlich zu der Rockentextur? Los. Kann man die so lassen? Ja. Denk mal schon. Ein bisschen dichter können wir die noch machen. Noch dichter? Ich bin da immer kein Freund von, weil das Problem der Synchronisation auf den Feldern ist ja auf Vierfachkarten so schon erdrückt. Ja. Da kannst du ja aber selber dichter machen, die Optionen, indem du die Pflanzendichte herstellst. Ich kann sie auf 200% knallen zum Beispiel. Das geht, ja.
wollen wir nicht übertreiben, ne? Mein Rechner. Ich doch voll. Hat irgendwer wegen Text verloren. Ich möchte ihn nicht an deine Grenzen bringen. Ich hab's mal Spaß auf 200% gemacht. Also die Verkehrsschilder haben alle Text verloren. Ich glaube, da war ich wahrscheinlich nur zu schnell gerade. Ich weiß nämlich nicht, was die Grafikkarte ab. Das habe ich noch nicht getestet. Zeit. Ja. Eigentlich sind wir eigentlich gerade die einzigen Abfahrer? Ich glaube. Die anderen faulenzen alle. Patrick macht gerade Frühstücksrunde. Der hat die haut gleich einen auf den Kopf, sagt ihr doch. Der hat Ramadan oder sowas. Gerade der ist es nur nachts. Ich gebe dir gleich Ramadan, da komm ich da hin. Mag mein Heckel so lange aus, wa? Aber das ist doch jetzt schon mal eine Alternative zum So-Häckseln, oder? So ist man halt nicht immer auf den Glas angewiesen, oder? Ja, wir haben ein Glas. Hab ich gerade gesehen. Psst. Wie los? Hier musst du noch ein bisschen Ausbesserungsarbeiten machen. Oh. Na, zur Straßenseite. Oh ja. Hier ist ja der von Stefan alles so stehen lassen. Schlafcode Melmoding. Ich bin gespannt, was deine Karte jetzt sagt, so langsam. Ich verfolge das ja schon mal ein bisschen. Knacker. Danke für die Antwort. Ging geschehen. Hm? Er hat gefragt, was für eine Karte. Achso, ML-Modding baut eine Karte um Greifswald rum. Und zwar Richtung, wenn ich mich nicht irre, Boldenhagen müsste das sein. So groß. Richtung Tiso. Lebenhagen. Oder Lebenhagen, ja. Ach, Richtung Lebenhagen. Also vor Kandelin halt. Wow, die Flächen sind auch nicht klein, ne? Gehört auch mit zu Scooty seine Gang. Was nach Henshagen? Willst du die innere oder die äußere fahren? Die äußere, Fabi. Alles schon wie Mädchen, ne? Mach jetzt mal deinen Fusch hier weg. Das hab ich doch extra gemacht für die Vögel. Vögel können sich woanders versuchen. Alles kann man irgendwann vielleicht noch richtig verdichtet, oder wie? Für Borfdi. Ja, du musst bloß nicht gleich zu steil machen. So ein bisschen. Das ist irgendwann ein Stück vorne in der Luft. Obi schiebt Silo. Ja, Obi ist auf dem Silo. Ich hab mich schon gewundert, wo der rumkraxelt. Zeit, Silo montieren. Bei Batte Dicke hier drin in der Werkstatt. Party Disco hier? Disco-Fan oder was? Oh, sie besitzen dieses Fahrzeug, ne? Scheiße. Tja. Soll ich mit dem Gabelstapler kommen? Was ist denn hier fest? Hier brauchst du einen Traktor, oder was? Ja, ich mach ihn gerade den Klaas stark klar. Nee, ich hätte, hätte noch einen schönen John Deere machen können. Ich kann auch mit dem Fan kommen, ich hol den gerade vom Hof. Den großen Fünfer. Ah, da drüben auch ein Fahrwerk. Und mit dem Frontlader dran, gell? Ja. Aber dann bitte muss so, Stefan, der Klaas am Feldrand wäre frei. Okay. Sprich doch mit mir. Besorgt dir schon Arbeit, keine Angst. Warum läuft denn da eigentlich immer Deutsche Welle Polen hier im Fernseher bei Klaas? Weiß ich nicht. Tagesschau. Ja. Ah, warte mal, jetzt will ich mal wissen, was passiert, wenn ich das aufnehme. War doch nicht gut. Entschuldigung, Leute, habe ich nicht mehr gedacht. War denn? Hab ich das falsche Fahrzeug freigemacht.
jetzt haben wir Ray Window. Ray Window wollen wir nicht. Was denn? Also Stroh. Brocken, Brocken Window, wenn wir es so aufnehmen. Also Brocken Stroh. Ey, dann müssen wir Sex haben. Das Strom werden wir nicht so los? Doch, ich könnte es irgendwo reinschreiben, aber dann macht die Pflanze ja an für sich keinen Sinn mehr. Ja. Also ich kann es in jede Verkaufsstelle schreiben. Aber wir wollen es ja eigentlich auch schließlich zum Häckseln haben, oder? Oder man schreibt es mit in die Biogasanlage bloß rein. Ich hab's mit reingeschrieben, aber als Ballenform. Ach so. Also wenn wir das jetzt, wenn wir Ballen draus machen würden. So, Stefan, jetzt sagst du mal nicht so viel zu der BGA, ansonsten. Na gut. Mach ich mal nicht noch so ein bisschen verrückt danach. Ja, Biogas ist kein schöner Job. Kannst du nämlich nur zweimal am Tag befüllen. Das ist ja keine endlos Geldwaschmaschine. Also nicht so wie auf meinem Fingerplayer spricht. Nein, nicht den ganzen Tag davor stehen. Und reinschaufeln. Na, was heißt reinschaufeln? Ich habe also den Anhänger geschaufelt, den Anhänger angekippt und rein in den Fermenter. Nee, das geht so. Förderband ein Auto los, geht schneller. Ne, ich hab Dings hier, diesen Dreiachser Kabeko. Wo du wie einen Laderaum anheben kannst, weißt du? Den hatten wir auch immer auf dem Server. Ja, mhm. Wir hatten schon so viele Sachen auf dem Server. Ich weiß gar nicht mehr, was wir haben schon. Deswegen sage ich dir das ja. Ich habe jede Woche irgendwas anderes hier im Server. Sogar mehrmals in der Woche. Ja, achso, jetzt wo wir alle da sind. Ich würde ganz gern mit dieser ganzen Mod-Geschichte mal so langsam abschließen. Also falls jetzt noch irgendwas sein sollte, was wir unbedingt brauchen, einfach weg kann. Gewicht für einen Cent. Ja, dann sollten wir das wirklich bis Sonntag machen und danach dann sagen, Schluss. Da habe ich ein Paket, ein Gewichtspaket. Das ist das Einzige, was ich noch gebrauchen könnte für einen Cent, ein vernünftiges Gewicht. Ja, und mein Carrico-Fass, ich kann es gerne angepasst. Mehr möchte ich nicht, nur ein Gewicht. Ich hätte gerne wieder den anderen Tausender-Fan. Welchen denn? Wenn wir davor hatten. Was war denn mit dem? Der hat schöne Fahrgloss. Was hat der? Der hat schöne Fahrgloss. Der hat sich besser gefahren. Ich glaube, wenn ich übersetzt hat, mal. Ja, sorry. Mittlerweile habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt. Na, geil. Aber wir haben ja André, das ist ein Dolmetscher für alle. Nee, alle kriegen auch nicht hin. Aber das ist ja gerade das Schöne hier, ne? Das muss ich wirklich mal sagen. Wir spielen ja nicht bloß in verschiedenen Bundesländern oder so. Wir spielen ja mittlerweile international durch die Tschechen, Polen und Dänemark und weiß der Geier noch, wo die alle sind. Und das klappt trotzdem irgendwie, ne? Auch wenn man sich mit Händen und Füßen unterhält, ich finde das einfach nur genial. Mal gucken, wo wir einen Fuchs sehen. Wann hat denn das eigentlich das letzte Mal geregnet? Schon eine Weile her zum Glück. Ich glaube vor 5 Wochen. Deine Beine Kanolin. Ja. Ja, vor 5 Wochen. Das ist ja alles ausgetrocknet. Da kommt doch in 5 Wochen so. Ja, schon ein bisschen länger. Ich glaube, Herrentag das letzte Mal, Stefan. Ja, Herrentag das letzte Mal.
ist bald kein Wasser mehr da. Ja. Dann kriegen wir ein Problem hier so langsam. Ey, Björn, stänkerst du heute mit mir? Stänkerst du heute mit mir? Kannst du deine Kühe nicht mehr mit Wasser versorgen? Ich brauche so schöne Auffahrrad, das macht mir wieder Packebrille. Ich habe gar keine. Habe ich hier was liegen lassen? Ja. Ja, scheint so. Bin ständig auf Camelo, ist doch egal. Die brauchen kein Wasser. Warte, drück mal die Hexenklappe auf und zu. Komm, liebe Spiel, Nasenbär. Er spielt wieder, wenn alle weg sind. Wer? Tom. Also fällt alles nicht auf. Komm her, du treulose Tomate. Ich hab den Hühnchen zu rufen. Ich hätte gern bitte eine Keule. Eine Keule? Eine Keule. Wer will denn Keule? Brust ist viel geiler. Ich kann ja doch nicht verstehen, wenn man diese Knochen rumnagen tut, weißt du? Das ist kein Fleisch für mich. Leider. Nee. Aber auch lieber die Brust. So, Mädels, ihr müsst aber rausfahren, dann kommt der Onkel da nicht hoch. Oder der kommt nicht hoch. Rückwärts rein, wie ihr das haben wollt. Einfach davor hin. Wie viel ist denn da jetzt schon drin? Opi, fahr mal ein Stück zurück. Ja. Kannst du mal noch ein Stück? Jetzt habe ich die richtige Geschwindigkeit, Rigo. Ich sehe das schon. Sammle ich aber erstmal die beiden Bahnen da vorne der Straße weg. Ja. Oh, wackelt der Klaas ja so. Du wackelst mal ganz schön. Der ist nervös. Der ist aber richtig nervös. Nee, ich glaube schon. Voll. Guck mal, den Böen war dann auch die Heizer gleich hoch. Ich bin schon weg. Ach ja. Der Patrick feiert hier noch Disco Party. Ja. Was ist denn eigentlich? Es steht in der Werkstatt. Und trägt so hoch. Weit nicht bis hoch. Es lebt. Nicht bis hoch. Ich brauch Öl. Was brauchst du? Öl. Ja, steht doch in der Werkstatt. Da steht nichts. Doch. Wo der? Links in der Ecke. Selbst weiß ich. Nee, steht nicht mehr. Ah, wir hatten noch neu angefangen. Tassing. Patrick, kauf mal eine Ölpalette. Nimm den Gabelstapler weg. Ist ja auch eine Jahresaufgabe. Warte. Dann mit dem Gabelstapler zu fahren. Achtung. Das geht. Tuk. Mach doch selber. Ich kann's auch, aber ich muss ja abfahren. Ich habe einen Saatgutsack vom Hof bis aufs Feld gebracht, da war ich schon schlagfertig geworden. Hier ab, ey. Komm, das Schlimmste war doch immer noch hier mit dem Superbagger da, einmal vom Wiesburg zum Kühlenlager. Micha, du sagst es. Brüste sind immer besser wie Knochen. Richtig. Micha, hier muss geflücht werden. Komm, Nunu. Wir müssen fliegen heute Nacht. Wir kramen dir auch den 3-Meter Flug raus. Ey, das ist gemein jetzt. Ich hab grad noch eine Tasse Kaffee getrunken, also das wäre möglich.
Wir sind 3? Müssen wir bei 3 toppen. Mit Flügen. Wieso sind da noch genug Leute? Können wir doch direkt weg. Das sind ja alles kleine Felder, die wir haben. Das probiert jetzt auch. Das ist ja Ex-Leder. Ich hab das noch, mach ja drauf. Gut, reicht schon. Ich habe sogar beim 2-Meter-Flug dabei. Der Mega weiß doch gar nicht mehr, wo wir wohnen. Ich habe den schon so oft gesagt, dass er mal vorbeikommt. Ist ein bisschen stur, ne, der Hund? Ja, ja. Sieg sogar schon seinen Hof übernehmen. Stell mal nicht nur bei den Bahnen vorne an der Straße, ne? Ja, ja. Sag ich mal gleich, wenn es soweit ist, nochmal, hat er schon wieder vergessen bis dahin. Was hat der gesagt? Die beiden Bahnen vorne an der Straße. Jo, ich fahre eine Bahnstraße zur Bug Factory. Du musst gehorken. Kein Problem. Oh nee. Ey komm, der würde jetzt auch fehlen hier zwischen. Es gibt zwei Gründe, die mich sofort zum Verlust des Firmas befinden würden. Das wäre einer davon, oder? Den einen kann ich verstehen, den zweiten nicht. Der zweite könnte lustig werden. Ich weiß gar nicht, wann ihr gegen Brunnenwasser habt. Ganz sympathischer Mensch. Wobei der ist noch nie so lustig. Ja. Das sag ich ja. Den einen Grund kann ich verstehen, den anderen nicht. Sag mal, Mike hast du schon überholt noch vor auf dem Acker? Jo. Jo. Muss ich ja gucken, wer vor mir ist. Ja. Chef ist vor mir. Mach mal. Muss dann nur noch an. Jetzt hinten oder vorne anfangen? Ich fang unten am Strom, unten am Strommast an. Chef hat eine extra Runde gedreht und fällt. Wie immer. Deswegen konnte ich ihn sehr locker überholen. Ich muss gucken, was der jetzt so mir preis war. Muss ja alles im Auge behalten. Das hat er mit Absicht gemacht, so kann man sich vor Arbeit drücken. Das erste, was mir beigebracht wurde auf der Arbeit, ist, wie delegiert man. Richtig. Das ist das Wichtigste, das ist A und O. Mein Chef sagt immer, deine Arbeit muss transparent sein. Na, dann werde ich ab morgen mal Schießdorf nicht mehr helfen. Das ist aber mal ganz transparent, ne? Genau. Aber sowas von transparent. Wir sind eigentlich praktisch gar nicht da. Die noch mal ein Stückchen runtergesetzt, aber ja. Ja. Ja, ich sage, wir haben so viele Kartenversionen mittlerweile hier gebaut. Und hier nein, echt? Das wird wohl Zeit, ne? Wie viel hast du jetzt eigentlich auf deinem Rechner? Keine Ahnung. Auf dem Rechner sind es nur 4 oder 5. Der Rest ist auf externe Festplatte. Okay. Darf ja nichts löschen. Nee. Muss ja die Messi spielen. Kann man noch mal gebrauchen irgendwann. Hauptsache die Festplatte ist auch groß genug. 1 Terabyte. Oh, was war da denn?
Upsi. Mike, da ist doch nur LS drauf, also ist genug Platz. Da war ich vor der Kartenversion bis auf euch. Hab ich also nicht angebumst. Nein. Was bumst du macht und unten ist er? Welcher Film? Jetzt fängt an zu taumeln. Jetzt wird der mal nervös zwischen uns fahren. Ja. Manchmal, wo bist du denn so? Oh guck mal, jetzt kommt Patrick auch noch dazu. Oh Patrick! Das war so klar. Einfach weiter schieben. Der will auch ein bisschen Spaß haben. Wie viel habt ihr eigentlich auf dem Acker? Oh. Da ist noch ein bisschen was. Battles. Sag mal, ein Drittel. Ja. Ich sag mal, 6 Bahnen oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6 liegen jetzt schon hier. Komm, gut geschätzt. Der Fülle war da. Knapp, dann nehme ich so die vorbei. Ja. Mike, lass die Zeit. Hä? Mit dem Rückfahren. Kannst die Zeit lassen. Oh. Mike, was hat denn das? Hier ist kein Abfahrer. Hier sind 3000 Stück. Machen wir Fahrt zum Hof, damit die anderen Kinder auch müssen. Guck, jetzt haut er schon wieder ab. Ey, du hast erst 61 drin. Kommst du zurück? Nee, ihr wollt mich nur ärgern. Nein, wir doch nicht. Jericho, wir doch nicht. Nein. Ganz limonadig. Was würden wir nie machen? Wir wollen nur kuscheln. Richtig. Ja. Patrick, wenn du genau 20 eingibst, ist es perfekte Geschwindigkeit. Ich kann nicht lesen und schreiben. Typisch noch. Ich kann's hier klatschen, warte. Wer kann singen? Ich würde es dir auch vortanzen, aber ich habe keine Kamera an. Hier ist die Lehnversprechung und dann. Wir hatten von euch alles eine Kamera. Ich hab keine. Also ich habe auch eine. Wir können auch Discord. Ich hab auch eine am Handy. Ich hab auch noch irgendwo eine. Ich weiß nicht, wo meine ist. Aber ich glaube, da ist OP dann zum Beispiel auch noch. Vielleicht dann raus. Ja. Geschwindigkeit verbraucht doch auch ein bisschen was. Datenvolumen. Ich meine, wenn wir mal so eine Videokonferenz machen. Da muss man schon die Facecam dabei machen, dann ist gut. Dann erkennt dich eh keiner. Der eine ist Chinese, der andere auch so und so. Was bist du? Der Skorpion. Esel. Naja, so ein alter Esel sagen wir dir nicht. Frag mal hoch oder an der Seite. Hab ich jetzt die übernächste. Die übernächste? Ja. Hier. Hopp, ihr habt ein Gas. Patrick, stell dich neben dran. Ist das jetzt modern, dass man hier mit einem halb leeren Anhänger um die Ecke kommt? Nee, das ist ein Sekunden. Kann ja auch ein halb voller sein. Der ist doppelt gefüllt. Ah ja. Björn, ich würde sagen, der ist halb voll, nicht halb leer. Genau, das liegt immer im Auge des Betrachters. Fand der jetzt bestimmt nicht so lustig wie ich. Ich weiß gar nicht, was er hat. Ich auch nicht. Nur weil er so ein bisschen müde um Augen ist. Der ist müde. Björn. Wieso ist er müde? Schlaf ist müde. Seit wann warst du? Du hast ja heute schon gearbeitet. Gestern. Soll ich dich denn ablösen, da? Gleich. Muss nur sagen.
Da macht er auch wieder nichts. Deswegen möchte er ja an Silo. Er kann sich schön in der Ecke stellen und sich sonnen. Naja, Obi muss die ganze Arbeit schaffen. Obi fährt bloß vor, zurück die ganze Zeit mit dem Träger. Hey, Obi übernimmt mein Post mal, ich bin auch nervig. Ich hier los hier. Stefan was machen. Stefan kann mein Fahrt nehmen, ich bin auch gleich weg. Das ist eine Moral hier. So können wir es schaffen. Ja, du! Simulieren die alle oder was? Und ich guck zu. Okay. Ich hol schon mal großen Koffer. Ich. Großen Gruppe, 20 Meter. Großen Gruppe, 3 Meter. Großen Flug, einschaffen. Das ist jetzt ein Stück hier oder was? Jo. Ball. Und wo sind das jetzt hier, was ich hier benutze? Ist das alles euers? Oder euer angeeignetes? Nee, das ist muss ja mal höflich fragen, ne? Alles meins. So, ich stirb mal ein Schlepperchen mal hier ins Nebensitual. So, Achtung, Obi. Da brauchst du aber nicht mehr so weit hochfahren. Sehr schön. Wer fährt denn immer mit Licht? Nein, ist doch dunkel. Ja. Das dunkel. Aber ist, glaube ich, für dein Spiel nicht ganz so gut. Doch, alles gut. Ruckelt nicht. Komisch, gell? Wieso lasse ich denn nicht mal was liegen? Oh, jetzt geht's wieder, ne? Achso. Willst du das stehen bleiben? Achso, nee, ich dachte, er ist fertig. Er ist noch nicht voll. Doch, doch. Jo, bis morgen, der Frische. Hallo. Guten Tag. Ciao. Ach, Steffi ist auch noch da. Och, der runde Dick ist noch da. Ist der auch da? Na, Tiger? Ja. Wohin, Stefan? Bitte aber. Das kleine Schlepptach. Warum kommst du nicht auf den Server, Daika? Morgen. Hä? Also heute. Ja, heute Nachmittag, heute spät. Heute erst jetzt, Stefan. Ich muss ja noch alles nochmal neu laden, aber. Was, wieso denn schon wieder? Ja, wie lange nicht gespielt? Ich war das letzte Server. Ja, aber ihr habt euch schon wieder viel Neues aufgepackt. Nein. Wenn du clever bist, gehst du in den alten Ordner, den du hast, und da ist Opi sein Schlepper drin. Mhm. Brauchst du den schon mal nicht laden. Oh, gleich kriegt der wieder Angst. Angst, unser Chef. Wollt ihr ihn schon wieder in den Mangel nehmen? Fischeln. Der Felsen kommt wieder. Kann ich auch. Das Licht ist ja nicht so prickelnd vom Jaguar, oder? Einfach hier vorne hin. Die hier direkt neben dran oder eine drüber springen? Nein, die direkt neben dran hier. Ups. Haben wir doch gleich drin.
Und das ist nur eine kurze Bahn hier. Das ist bloß gut, dass wir das doch wieder schon zudecken können. Denk dran, Patrick, hier laufen Rehe. Scheiß drauf, ich fahr die um. Hirschgulasch. Du kriegst da ein bisschen höher ausgehoben, war Opi? Aha. Mehr geht hier bei dem Ding nicht. Nein. War der aber klar? Der hebt das nicht ganz so hoch, das Schild. Das läuft ja hier wie geschnitten Brot, ja. Tja. Wohin? Einfach quer rüber. Heiko den Server verlassen. Oh. Wo ist denn, hast du Platz? Schudern doch. Komm, Hackengas. Was? Wer macht Hackengas? Rico. Hallo. Ja, ich versuche gerade, aber er will nicht. Lief die schon wieder? Er wollte gerade nicht vorwärts. Du fahr rückwärts. Ging auch gerade nicht. Was häckselt sich so blöd, Ubi? Na ja, gut, ich bin auch ruhig. Ja. Bis morgen, Mike. Tschüssi. Ciao. 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 Da ein bisschen taktisch unklug, finde ich. Ja, ich wusste nicht mehr, wohin mit den ganzen Bahnen. Haben die irgendwo an eine Wiese hingesetzt oder so? Ja, ich wollte noch direkt von der Hofrand zum Waschen, weißt du? So, dass ich mir von der Wiese halt ein paar auf den Hof holen kann. Das schreit ja schon wieder förmlich nach Kartenupdate. Yippie! Mit neuen Fahrern. Hey. Mit Neuanfang? Also, das ist ja langweilig. Also, nehmen wir mal an, wir müssen neu anfangen. Nehmen wir mal an, wir müssen aufgrund, das hatte ich heute mit André schon gesprochen, weil ich vermute, wenn Kevin sein Skript kommt, weil der liest hier unwahrscheinlich viel aus dem Safe geben. Wir müssen wirklich noch mal komplett neu anfangen. Oder es wäre halt besser. Dann würde ich einmal alle Felder ausstoppen. Als Kartenstart. Wird zwischendurch aber vielleicht noch mal welche in die Flug machen. Ja. Damit du nicht ganz so eine Eintönigkeit drin hast. Ja. Genau. Aber cool, das wird. Wird auf jedem Feld so, das wird schon die Musik. So, wie überlasst ihr das Team? Ich weiß nur. Ja. Hier ist ein Trecker hinter mir, das ist so hell. Ja. Hey, sieh mal noch. Hier vorne gleich vor. Nein! Okay. So mal die das davor, wenn nicht, aber. Ja, sorry. Ich stehst gerade ein bisschen weg. Ich komm nur nicht mehr weg. Ah. Mann, scheiß Strohballen doch. Komm schneller, ich bin fast voll. Ja,
Tot, tot. Doch nicht ein Millimeter, Junge. Tot, tot. Geht's halt. Ich glaube, jetzt will ich doch nochmal wieder ein bisschen mitschieben. Aber das läuft jetzt gut drin, oder mit deinem Internet? Ja, läuft erstaunlich gut. Ich bin jetzt immer so bei 40 ms. Zwischen 40 und 50, aber läuft konstant, ohne ruckeln, ohne wackeln. Habt ihr jetzt noch nicht weiter ausprobiert, wie das, wenn noch irgendein anderes Gerät das WLAN nutzt? Ja, wenn du wackeln brauchst, brauchst du dein Schirm hin und her zu bewegen. Keine das vermissen tut. Das war gerade nicht so gut. Nein. Schön buckelt wieder reingefahren. Der Klaas hat einen Vorteil, der rundet oben die Ecke schön ab. Warum geben wir uns hier eigentlich so viel Mühe, verdammte Scheiße? Oh, was ja noch schneller nicht. Oh, Licht. Für einen, der hier nicht arbeitet, ist das viel zu gut. Vielleicht. Ich habe halt heute schon zweimal bei dir Mühe gegeben, wa? Kannst du doch gar nicht gut machen. Schreit doch mindestens nach 14 Tagen Urlaub. Abgelehnt. Der Antrag wird bearbeitet. Bitte habt Geduld. Ne? Diese Bearbeitungszeit kann bis zu 4 Jahren dauern. Du kannst gerne machen. 6 Uhr. Aber Hauptsache, du bist erreichbar. Nee. Also fällt Garten schon mal aus. Das ist gut, jetzt suchen wir den WLAN und meinen Laptop mit. Vom Spiel war nicht die Rede. Ha, ich kann hinfahren. Geht alles mit ihm rein. Patrick, du brauchst nicht mehr hin. Dann. Klappt zusammen, die Chance. Ja, mach der. Letzte Hänger. Ach nee. André, seiner ist noch. Der ist leer. Nee, da haben wir was reingegangen. Nee, da ist ein bisschen was reingegangen. Wo kommt der nächste hin? Technik Hof. Wo ist der? Nochmal? Wenn du Richtung Kandelin fährst, so zur rechten Seite kurz. Wenn du Kandelin reinkommst. Das wird wirklich viel verlieren, war Rico? Ja. Das ist da, wo wir mal gestartet haben. Vor gar nicht allzu langer Zeit, letztes Jahr im August. Ist ja schon wieder so lange her. Mhm. Ja. Da haben wir den Betriebsfeier, ja. Ein Jahr. Wie krass, ne? Wie schnell die Zeit vergeht. Tja. Das ist erschreckend. Und so war er noch geworden. Schrecklich. Muss das Zeug da schon auspinkeln, oder was eigentlich? Für mich wie normales trinken. Was dann? Energy. Gummibärensaft. So, ja. Wie viel trinkst du davon am Tag? Es geht, war schon mal mehr.
zwei, drei Dosen. Gab Zeiten, habe ich 8-9 Dosen getroffen. Ja. Boah. Ich zeig dir mal, was lustig ist. Mal gucken, ob du denn immer noch so auf Energy stehst. Ich will dir das nicht schlecht reden, aber gesund ist es. Nö. Den Dings wegbringen. Alles, was länger als 2 Tage auf meinem Hof ist, geht automatisch in meinen Besitz über. Bleibt ja keine 2 Tage, keine Angst. Oh, jetzt wird's eng hier. Oh, ich fahr schon raus hier. Aber ich würde gerne einen kaufen. Also, wenn der zum Verkauf steht. Und sie nicht. Ja, der Fehler wird auch nächstes Jahr noch da sein. Was für ein Fehler? Rechtschreibfehler bei der Waage. Ihr bleibt so, wir haben Kohle. Schönes Wochenende. Micha, wie gesagt.